herzlich zu der ersten Debatte, die IMAN veranstaltet. Die Thematik, die wir heute besprechen werden, ist rund um Jesus. Also der Titel der Debatte heißt, wer war Jesus, Gott oder Prophet? Das heißt, das Zentrum des Christentums und ein wichtiger Bestandteil des Islam. Zwei Weltreligionen, Christentum und Islam, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Warum wir diese Debatte organisiert haben, ist, dass, weil wir in sehr vielen interreligiösen Dialogen sehen, dass in den meisten Fällen sehr viele Gemeinsamkeiten erwähnt werden. Und wir können stundenlang über Gemeinsamkeiten reden. Wir haben auch schon vorhin mit Gernot darüber gesprochen, dass wir von der Geburt von Jesus, von der Stellung von Maria, die Mutter von Jesus, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Aber sehen wir auch, dass in diesen interreligiösen Dialogen meistens nicht ehrlich gehandelt wird. Das heißt, dass die Unterschiede nicht erwähnt werden. Natürlich ist es gut bei Gemeinsamkeiten, dass man eine gute Basis hat, um zu kommunizieren miteinander. Aber es ist, man sollte auch ehrlich sein und auch die Unterschiede erwähnen, damit wir auch eine gesunde Diskussion zwischen diesen beiden Weltreligionen auf die Beine stellen. Wir haben hier zwei Redner hier bei uns. Auf der rechten Seite von mir haben wir den Bruder Makrem Handi, der durch Selbststudium sehr viele Thematiken rund um das Christentum bearbeitet hat und das seit ungefähr 4 Jahren jetzt durchzieht. Und auf meiner linken Seite haben wir den Gernot Zeilinger aus Schwechat. Und nochmal vielen Dank, dass ihr uns besucht habt, von sehr weit weg. Er ist auch im Selbststudium tätig bezüglich dem Christentum, also Schwerpunkt Christentum, und hat auch unterschiedliche Projekte, sei es also öffentliche Arbeit, was das Christentum angeht. Und ja, der Aufbau oder der Ablauf der Debatte wird folgendermaßen sein. Die beiden Redner haben jeweils 25 Minuten Zeit, um ihren Standpunkt zu erläutern. Das heißt, in diesen 25 Minuten jeweils wird quasi der Standpunkt der Person offengelegt, und nach diesen gemeinsamen 50 Minuten wird dann quasi ein Comeback stattfinden, wo beide Redner jeweils 10 Minuten Zeit haben, auf diese Argumente einzugehen und Gegenargumente zu bringen. Okay, das heißt, 25 Minuten Redner 1, 25 Minuten Redner 2, dann haben wir 10 Minuten Comeback. Danach beginnen wir mit der Q&A-Session, das heißt Fragen und Antworten. Und hierbei ersuche ich auch das Publikum, Fragen an beide Redner zu stellen. Und hierbei wird dann natürlich auch jede Frage, die an eine Person gestellt wird, auch an die zweite Person gestellt, quasi um einen Kommentar diesbezüglich zu geben. Nach der Q&A-Session, je nachdem wie lange die dauert, wird noch ein Abschlusswort stattfinden, wo beide Redner jeweils 3 bis 5 Minuten Zeit haben, auf die Gesamtthematik einzugehen. Ja, nochmals recht herzlich, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich sehr auf diese Debatte. Und natürlich ist es wichtig, eine gesunde Diskussion zu führen und diese dann weiterzugeben. Was ist das Ziel dieser Debatte? Das Ziel dieser Debatte ist, dass man beide Ansichten kennenlernt, dass man beide Stellungen quasi in Kontrast zueinander versucht zu verstehen. Und ich finde auch, in so einer Debatte, wo man wirklich gegen, unterschiedliche Ansichten vertritt und die auch wirklich standhaft vertritt, wo man auch Unterschiede aufzeigt, ist eine gesunde Diskussion, es wird eine gesunde Debatte sein. Und wir hoffen auf eine spannende Debatte zwischen den beiden Rednern. Ein paar Regeln noch, allgemeine Regeln zu der Debatte. Also wir verlangen von beiden Rednern eine sachliche Argumentation. Also wir möchten nicht, dass es ausartet und zu polemischen Diskussionen führt. Des Weiteren bitten wir Sie auch, wobei das vielleicht nicht wichtig zu erwähnen ist, aber ich erwähne es trotzdem, ich gehe nicht davon aus,
dass wir vulgäre Ausdrücke vermeiden. Wollen hier kein Blut sehen oder so. Zuschauer dürfen nur im Q&A-Session Fragen stellen. Und wir bitten auch alle Zuschauer, dass sie während die Redner ihre Redzeit, ihre Sprechzeit nutzen wollen, dass kein Lärm gemacht wird, dass nicht dazwischen gesprochen wird. Im Q&A ist es beiden Rednern auch erlaubt, sich gegenseitig Fragen zu stellen. Die Debattierenden dürfen, wenn sie die Zeit bekommen, beim Rednerpult zu sprechen, nur ihre Sprechzeit nutzen. Nicht aufgezeigte Regeln werden von mir spontan entschieden. Alles klar. Wir beginnen mit Bruder Makrem Handy. Passt das für dich? Ja, absolut. Okay, absolut. Alles klar. Bitte, Achim, zum Rednerpult. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم liebe Brüder, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Das heißt, Segen und Friede von Allah für euch alle. Heute unser Thema, jeder glaubt im Christentum und Islam. Oh, die wird Debatte, wird Schlacht. Nein, wir werden das versuchen, das alles, dass wir uns gegenseitig verstehen, mehr verstehen. Wir leben hier, ich bin zum Beispiel ein Araber, ich lebe hier in einem christlichen Land, ich will meine Freunde verstehen. Ich will ihn verstehen, warum denkt er, Jesus ist Gott. Und ich wünsche mir auch, dass er mich auch versteht. Dann sage ich, nenne das heute nicht Debatte, sondern wenn mir der Chef erlaubt, dann nenne ich es ein Dialog. Dialog, das wäre besser. Ich will nicht, dass einer gewinnt und der lose. Ich will, dass wir bei der Gewinn rausgehen und wir uns mehr verstehen. Aber das gibt dann Sachen, wo Allah von mir verlangt, ich werde das durchziehen. Allah sagt zu uns im Koran, und schmeichel nicht. Ja, wir müssen auch klar sein. Dann, wir fangen schon an, inshallah, ist Jesus Gott? Interessante Frage. Ich glaube nicht, dass ein Muslim, ist ein Muslim sein kann, wenn er nicht an Gott glaubt, an Jesus glaubt. Wir glauben an Jesus, ist geboren, Wundergeburt von Maria alayhi salam, sie hat eigene Kapitel sogar im Koran. Jesus auch ist erwähnt 25 Mal im Koran, mit Namen Messias, das Wort Gottes. Er macht Wunder mit Allah Erlaubnis, das genau bestätigt die Bibel auch. Das heißt, wir gehen hier gemeinsam, aber da gibt es einen Unterschied. Der Unterschied ist, dass Göttlichkeit von Jesus, Christen, unsere Freunde Christen, sind das alles Gott. Wir sagen, nein, er ist nicht Gott. Wenn ich zum Beispiel zu meinen Freunden zähle, sage ich, ja, der Koran sagt, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحَ. Wer sagt, Allah, Messias, ist Gott, ist ungläubig. Sagst du mir, ich glaube nicht an den Koran. Dann was soll ich tun? Dann muss ich dann gehen zu seiner Bibel. Weil er sagt, wenn er zu mir kommt, sagt, meine Bibel sagt das. Dann muss ich dann zu seiner Bibel gehen. Weil der Koran definiert, er sagt, Jesus ist nicht Gott. Aus. Allah erwähnt noch eine Sura, sehr wichtig im Koran, wo Allah sagte, Man Masih ibn Maryam illa Rasul, wahrlich, der Messias. Messias, wir glauben noch, ist Messias. Der Sohn Maria, wahrlich, ist nur ein Prophet. Qad khalat min qabli ar-rusul. Viele Propheten waren vor ihm. Klar, Moses, mit Namen kennen wir, Dawud, David, wie sagen sie ihm, Salomon, a.s. قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه seine Mutter ist eine wahrhaftige Frau كان ياكلان الطعام die haben sich zu sich Speise genommen. Meine Frage ist, warum Allah erwähnt, dass haben sich Speise zu sich genommen? Jeder Wort im Koran, wir glauben, ist Offenbarung von Allah, ist kein Spiel. Und jeder Wort hat Gewicht. Allah erwähnt hier, dass Jesus und Maria a.s. Segen und Friede auf der ist in die. Allah bezeichnet hier, dass wer isst, braucht Nahrung, braucht Wasser, kann nicht Gott sein. Du nimmst ihm Wasser, du nimmst ihm Nahrung, stirbt. Stimmt es oder nicht?
Und genau das auch Jesus und Maria und alle Propheten, auch Mohammed. Ich sage nicht, Mohammed hat eine höhere Position, alle gleich. Isst nicht, stirbst. Und wann du isst, du Effekt von deinem Essen. Du musst laufen zum Richtig. Das zeigt uns, das ist kein Gott. Gott braucht das nicht. Gott sagt im Koran, ich fütte euch und ich brauche nicht das. Gott nährt uns, er gibt uns das Wissen, aber braucht das nicht. Also das ist meine Position. Jesus ist nicht Gott und kann nicht Gott sein. Jetzt werde ich dann schauen, ob ich das bestätige noch von der Bibel. Wir haben vier Evangelien. Matthäus, Lukas, Johannes. Ihr müsst das so verstehen. In jeder Bibel, wenn du aufmachst, die Bibel, dann siehst du Matthäus, erster, Markus, Lukas, Johannes. In jeder Bibel. Die Gelehrten heutzutage sind alle uneinig, ich glaube auch der Herr Zelinger, das ist der Markus, erste. Alle sind. Brutz Metzke, sagt ihr das? Das sind große Gelehrten. Raymond Brown, F.F. Bruce, sind große Gelehrte. Die sind einig. Die sagen auch, die Katholischen, die richtig glauben an der Bibel, gell? Das ist so Gottes Wort und Gott sagt, sagen die, Markus ist der Erste. Markus ist 65 bis 75 nach Jesus geschrieben, sein Evangelium. Angeblich ist in Rom geschrieben. Dann kommt Matthäus und Lukas. Matthäus und Lukas ist 75 bis 85. Und dann Johannes 100 Jahre, ungefähr 90 bis 100 Jahre. Das ist der Letzte, ist Johannes. Hat das geschrieben. Also warum erwähnen wir das? Der nächste zum Quelle ist der Markus. Nehmen wir das so an. Wir haben noch eine sehr wichtige Apostel, die sagen zu ihm die Freunde, Christen Apostel Paulus. Von 27 Büchern im Neuen Testament, Paulus hat geschrieben ungefähr 13 Bücher. Spielt doch große Rolle. Auch spielt große Rolle Paulus, dass ihr das versteht. Aber ich werde mir, der Neue Testament ist basiert auf Alte Testament. Alte Testament, diese Juden sagen Tanach. Das ist der Alte Testament, Tanach. Ich habe eine Frage. Habt ihr einmal gehört, jemals von einem Juden sagt, Gott ist drei, Heilig Vater, Heilig Sohn? Niemals. Niemals. Gott ist eins. Die Juden bestätigen das. Und immer und wieder und immer und wieder. Deuteronomy 6,4. Moses, Gott offenbart Moses, sagt zu ihm: Shama Israelu adna ilachu adna achad. O Kind of Israel, unser Herr ist ein Gott. Aus. Punkt. 1200 Jahre, wenn ich falsch kann, mein Kollege auch korrigieren. 1200 nach Moses, dann kommt der Jesus. In Markus 12,29 kommt ein Schriftgelehrter und sagt zum Jesus, Meister, Rabbin, Bischof, Imam, Scheich, Meister, was ist der erste Befehl? Das ist nicht eine normale Frage, weil er ist eine Gelehrte und er fragt einen anderen Gelehrter, wie du gehst zum Einstein und sagst, hey du Einstein, ich weiß, du bist sehr intelligent, aber es ist 1 plus 1, alles, du hast was an deinem Kopf. Ob du ihn testen oder du hast eine andere Dimension, dein Kopf. Denn dieses Schiff ja, sagt zu Jesus, hey, was ist der erste Gebot, der wichtigste? Wäre Jesus Gott, was wäre die Antwort? Ich bin Gott. Glaub an mich. Oder? Oder wäre Jesus gekommen, um uns zu lernen, die Dreifaltigkeit? Sagen, pass auf, du musst glauben, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Aber es sind nicht drei, es sind eins. Was sagt Jesus zu ihm? Genau das Gleiche, was Moses vor 1200 Jahren, 1300 Jahren gesagt hat. Shema Israelu adna ilachu adna achad. O Kind of Israel, unser Herr ist ein Achad. Eins. Bestätigt das Jesus wieder. Denn bis jetzt ich sehe Jesus noch immer gesandt. Und hat nie mal gesagt, ich bin Gott, in ganzer Bibel, betet mich an. Vielleicht meine Kollegin hier heute, Zelinger, kommt raus und sagt, Alhamdi, pass auf, ich habe einen Vers gefunden. Jesus sagte, ich bin Gott, betet mich an. Ich gehe mit ihm in die Kirche. Ich rede von mir selber, nicht von euch. Weil ich habe die Bibel gelesen und ich habe diese Verse nicht gefunden. Vielleicht habe ich sie übersehen. Ich will die Worte von Jesus.
ich bin Gott, betet mich an. Warum verlange ich das? Ganz einfach. Allah hat offenbart im Koran. Was hat gesagt zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Sprich, Allah ist eins. Allah ist Samad. Der Ewige. Lam yalid wa lam yulid. Erzeugt nicht, als nicht gezeugt. Und das ist ihm nicht zu vergleichen. Das ist für mich ist klar. Klare Botschaft von Allah azza wa jal. Pass auf, Gott ist eins. Auch in der Bibel sagt das gleiche, Gott ist eins. Also, weil im Alten Testament, Jehovah, Jehovah, er sagt zu uns auch, in Isaiah, wenn Jesaja liest, Jesaja 42, 43, 44, 45, ist nur, ich bin der Gott und es gibt keinen, ich bin ein versichtiger Gott und wieder und wieder und wieder. Und wenn ich erschaffe diesen Himmel, es war keiner mit mir. Er bestätigt das wieder und ich bin nur ein Gott und gibt es keinen anderen mit mir. Und wer ist dieser Gott? Was die Juden beten? Jehova. Da war nie Jesus da. Meine Freundin hat gesagt, pass auf, Hamid. Pass auf. Du machst eine Fehler, bitte. Da sagt zu mir Johannes 1, 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war beim Gott. Das Wort war Gott. Das Wort hier bezieht sich auf Jesus. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war beim Gott. Das heißt, Jesus war beim Gott. Johannes geht weiter und sagt, das Wort war Gott. Ich frage meinen Freund, sehen wir jetzt, meine Stadt, was ist das am Anfang das Wort und das Wort war beim Gott? Erster Gott, hier erwähnt auf Griechisch. Was war das? Theos. Theos. Theos heißt der Gott. Der wahre Gott. Und das Wort war Gott. Der zweite ist zu Jesus. Jetzt Pontius. Theos. Hotios, der Gott, Allah, der Gott. Zum Jesus ist Tontios. Tontios, ein Gott. Ein Gott. Wie Gott sagt zum Beispiel in Exodus 7, 1 zu Moses, und ich habe dich Gott geschickt zu Pharaon. Zu wem? Zu Pharaon habe ich dir alles Gott. Glauben die Juden ist Gott, Moses? Niemals. Die glauben, es ist ein Prophet. Aber Gott erwähnt, sagt ihm, ich habe dich geschickt, alles Gott zu Pharaon. Was heißt alles Gott? Als repräsentativ. Du repräsentierst meine Botschaft. Auf Erde, dann nenne ich dich Gott. Das ist der Verstand von der jüdischen Schrift. Also, wir haben gesagt, in diesem Vers, der Herr Zeninger vielleicht kann uns noch weit erweitern und helfen, dann ist der erste ist für Gott, der wahre Gott. Der Gott ist Hotios. Und für der zweite, bezieht auf Jesus, ist Tontios. Aber komische, das ist nicht die Worte von Jesus. Und das ist nicht die Worte von Johannes. Das ist der Worte von einem Philosoph, heißt der Philo. Ein paar hundert Jahre vorher sogar Jesus und unsere Johannes geschrieben hat. Johannes hat das genommen, kann das bestätigen. Auch die große Gelehrte Christen, das ist von einem Philo und Philosoph. Also, das sind nicht die Worte von Jesus. Dann bleibe ich immer gläubig und Muslim. Das ist, hat mir gesagt, ich bin Gott. Bitte nicht an. Es geht weiter. Jetzt, wenn wir zugreifen auf den Alten Testament, Gott niemals hat sich manifestiert als Mensch. Niemals. Die Juden lesen, ich habe sogar mit vielen Rabbinen geredet, die Juden lesen ihre Bücher schon lang, vor tausend von Jahren. Ich habe noch nie gehört, eine Jude wartet auf einen Messias oder wartet auf Gott, auf das auf der Erde kommt und spaziert mit uns, spazieren und isst und trinkt. Ich habe noch nie gehört. Gott, Jehova, Yahweh, das ist der ewige, der lebendige Gott, der nicht stirbt, der starke Gott, der hat keinen Fehler, das ist der Gott im Alten Testament. Zum Beispiel Numeri 23, 19. Gott ist nicht ein Mensch. Gott ist nicht ein Mensch. Ich habe das mit deiner Rabbin diskutiert, da war so sauer. Sagst du mir, Gott ist nicht ein Mensch. Musst du aufpassen. Also Gott, ich weiß. Ich bin Muslim. Ich weiß, Gott ist nicht ein Mensch. Das er lügt. Noch ein Menschenkind, Menschensohn. Auf wen bezieht dieser Wort? Menschensohn, Menschenkind. Jesus. Jesus nennt sich gerne im Neuen Testament selber der Menschen. Für Jonah drei Tage und drei Nächte und dann braucht das Fisch. So der Menschensohn auf sich selber drei Tage und drei Nächte braucht das Fisch. Das er unter der Erde.
und so weiter. Immer bezieht sich auf Menschensohn. Also der Bibel, der sagt selber, Gott ist kein Mensch und nicht Menschensohn. Pass auf, macht euch keine Fehler. Okay. Dann Hosea 11,9. Hosea, Alter Testament. 11,9. Da sagt, dann bin ich Gott und nicht ein Mensch. Schon wieder. Dann bin ich Gott und nicht ein Mensch. Das heißt, hier ist wieder und wieder und wieder Gott sagt, passt auf. Passt auf. Macht dann Fehler nicht. Ich bin Gott und nicht ein Mensch. Passt auf. Macht diese Fehler nicht. Also, die Juden deswegen, die haben vor lauter Angst, die haben sogar Gott, haben ihm damals gesagt, Tetragrammaten, vier Buchstaben. Die wollen nicht einmal seinen Namen erwähnen. Laut Angst und Furcht von Gott, von Allah, von Eli. Die haben sogar nur Buchstaben gegeben. Die dürfen nicht einmal seinen Namen erwähnen. Von laut Angst. Glaubst du, die werden glauben, dass Gott kommt auf der Straße mit einem Spazieren? Glauben die nicht. Deswegen, ich bin ein Gott und kein Mensch. Dann Samuel 1, 15, 29. Erzählen Samuel 1, 15, 29. Genau. Wie hat gesagt, Gott, er ist kein Mann, dass er an da seine Meinung ändert. Gott ist kein Mensch, kein Mann, der seine Meinung ändert. Allah sagt es im Koran. Allah verändert seine Meinung nicht. Aber der hängt hier von, vielleicht der Erzählung weiß das, von Samuel 15, 29, es hängt von Übersetzung. Angeblich, wenn sie das gesehen haben, dass Gott ändert seine Meinung, in Englisch steht, er ändert seine Meinung nicht. In anderer Übersetzung, der Schreiben ist, Gott ändert sich nicht. Das ist ein bisschen Spiel. Ja, warum? Weil das bezieht, man lehnt sich auf Johannes 7,8. Was ist passiert da in Johannes 7,8? Wir haben gesagt im Alten Testament, Gott ändert seine Meinung nicht. Koran genau das gleiche. In Johannes 7,8, wie mein Freund sagte es, Jesus ist Gott, das war ein Fest. Er war ein Fest, ein Tabernakel auf Englisch heißt, aber ich weiß nicht, wie er es auf Deutsch. Jesus sagt zu seinen Jüngern, gehst drauf ein Fest, es ist nicht meine Zeit, ich werde nicht gehen. Danach waren die Jünger dort gegangen, Jesus auf einmal, steht in der Bibel, heimlich raufgegangen. Heimlich. Also, was heißt das? Das heißt, Jesus hat seine Meinung geändert. Was sagt der Alte Testament und Koran? Allah verändert seine Meinung nicht. Gott verändert seine Meinung nicht. Er ist kein Mensch, der seine Meinung ändert. Also bis jetzt sehe und vielleicht hier Leute, Jesus noch nicht Gott. Ich sehe das so, bis jetzt. Ich lese auch sehr viel die Bibel, ja, ab und zu. Ne? Es ist so komisch für Muslim. Ich habe wirklich viel diskutiert und versucht immer, warum die Christen glauben, Jesus ist Gott. Da gibt es ein paar Verse, die ungefähr, die werden das, diese Verse nehmen und haben Gymnastik machen damit, um zu produzieren, Jesus ist Gott, oh, pass auf. Und du wirst sehen, mein Freund Selinger wird genau erwähnt von Luca, von Johannes und Paulus. Hebräisch und diese Bücher, alles ist von Paulus und Johannes. Da können wir nicht bezeigen, die Göttlichkeit von Jesus von Markus. Markus ist der Erste, der geschrieben hat. Niemals. Da gibt es sogar zum Beispiel Sonnengott. Jesus ist beschrieben in der Bibel. Markus 1,1 ist Sonnen. Das ist der Sohn des Menschen. Sohn des Menschen und Sohn auch Gott. Das ist Gottes Sohn. Sonnengott. Da wird, sind drauf gekommen, das ist nicht im frühesten Manuskript. Die haben das einfach weggegeben. Sind drauf gekommen. Aber bleiben wir bei unserem Thema. Wenn ich dazu gekommen zu diesem Vers, hat mich sehr fasziniert. Vielleicht fasziniert euch auch. Das ist von der Bibel. Es ist eine Bibel, aber hat mich fasziniert. Iob, der Buch Iob. 25, 4 bis 6. Wie man ein Mensch gerecht vor Gott. Ein Mensch. Wie kannst du gerecht vor Gott? Wie kannst du gerecht? Gott sei Dank. Wir müssen essen, wir müssen trinken, wir machen Fehler. Wir sind schwach, wir schlafen. Wir brauchen Sex, wir brauchen Frauen, wir brauchen Essen, wir brauchen Mensch. Ja, das ist mir. Deswegen, ich habe erwähnt, diese, weil es der Haya verdient. Muhammad sagt, zu uns der Haya. Du brauchst nicht schämen, wenn es geht um Gott, du musst reden. Zeigen, dass jeder Mensch ist Mensch, Gott ist Gott. Dann Job sagte, wie war ein Mensch gerecht vor Gott? Wie war rein, der vom Weib geboren?
Vom Weib geboren, von Frau. Ist Jesus vom Himmel gekommen? Nein. Lukas 2, 21. Wann er 8 Tage war, wurde er beschnitten und genannt Jesus in seiner Mutter Leib. Wo? Seine Mutter Leib. Also, wie ist er rausgekommen? Genau wie du und ich. Ja, die Bibel sagte, wie war rein, der vom Weib geboren. Das heißt, du bist vom Weib geboren, du kannst nicht rein. Das ist nicht unmöglich, du kannst nicht Gott sein. Sieh selber, der Mond glänzt nicht hell, die Sterne sind nicht rein in seine Augen, geschweige der Menschensohn. Geschweige der Mensch, der die Maden, den Menschensohn. Was haben wir gesagt? Jesus nennt sich selber gern Menschensohn. Ich meine nicht, dass Jesus Maden. Ja? Bitte verstehen wir das nicht. Ja? Verstehen wir das? Wir respektieren ihn, wir lieben ihn. Ja? Du weißt ja, ich liebe ihn mehr wie meine Kinder sogar, wie mich selber. Aber hier, der Bibel sagte, die Maden der Menschensohn, das heißt der Mensch, Menschensohn, Mensch, kann nicht so Gott sein. Wenn ich das gelesen habe, dann frage ich mich noch immer, Herr Zeling, warum glauben Sie, Jesus Gott? Dieser Vers hat mich sehr fasziniert, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, das Paulus auch bestätigt in Galater 4,4, Paulus bestätigt das, dass Jesus geboren von einer Frau. Das Paulus bestätigt, dass Jesus ist geboren von einer Frau. Also, wir machen keinen Fehler. Der Bibel Niob sagte, dass der Mensch ist, kann nicht gerecht sein vor Gott. So, ich glaube, ich habe noch 5 Minuten. Nein, muss ich ein bisschen dann schnell. Neues Testament, machen wir ein bisschen schnell dann. Komm. Jesus hat ein Neues Testament, wenn man liest, gibt es Verse, wie gesagt, die geschrieben schon, zum Beispiel in Johannes, wie das am Anfang war das Wort und das Wort. Oder Gott hat manifestiert sich in Fleisch und so. Das sind Verse, wir können das dann diskutieren, weiter diskutieren. Aber zum Beispiel, wenn Johannes wirklich glaubt, Jesus ist Gott, dann er widerspricht sich selber. Wenn er glaubt, dass Gott ist, er widerspricht, weil Johannes 14, 28, dann der Vater ist größer als ich. Ja, das heißt, er macht Jesus Unterschied zwischen sich und der Herr und Gott. Er ist größer als ich. Also ich bin kleiner wie Gott. Also ich kann nicht Gott sein. Das ist in Johannes. Das heißt, hier Johannes spricht einmal so und einmal so. Deswegen Raymond Brown, das ist der größte Gelehrte auf dem Christentum von der Evangelium von Johannes. Sagt, das Evangelium Johannes ist durch vier Entwicklung durchgegangen. Deswegen, die finden, dass Johannes bestätigt, Jesus ist ein Mensch und gleichzeitig hat eine höhere Position. Dann hat er gesagt, das kann nicht sein, dass von Johannes dasselbe geschrieben wird. Möglich ist an andere Leute, die dazu geschrieben. Möglich. Johannes 5,30. Von mir selber kann ich auch tun. Von mir selber, ich kann nicht tun. Gott, Jesus sagte, Gott kann von sich selber alles tun. Was ich höre, ist Richte. Also, wenn einer hört, was heißt das? Das ist ein Prophet. Was ich höre, ist Richte. Um meine Richte ist es gerecht. Wenn etwas uns verkündigt, der Botschaft der Prophet, ist richtig. Weil ich suche nicht meine Wille, sonst der Wille des Gottes, sonst Wille der Vater, Wille Allah. Also ist er ein Prophet. Jesus hat nie behauptet, niemals, dass er Gott ist in der Bibel. Johannes 11,20, das ist von Auferweckung Lazarus. Lazarus. Hat Jesus auferweckt Lazarus. In dieser Verse, die Christen, unsere Freunde, die Christen sagen, schau, Jesus hat auferweckt auch die Tote. Wir sagen ja mit Allah, bi'ifnillah, mit Allah erlauben es. Wenn wir wirklich den Vers lesen, Jesus sogar, Gott zu Martha, die Schwester von Lazarus, sagt ihm, du warst nicht hier, Meister, hättest du hier gewesen, hätte ich mein Bruder nicht gestorben. Sagt ihm, wo hast du ihm reingelegen? Zeig mir. Sie sagte, komm und ich zeig dir, wo er ist. Ja? Jesus geht mit die Martha, die Schwester von Lazarus, Lazarus ist gestorben vor 3 Tagen, und hat angefangen zum Beten. Die sagen, er stöhnt, aber er betet. Er betet. Und Martha sagt aber auch, jetzt weiß ich, alles worum du Gott betest, wird Gott dir geben. Wem? Jesus betet Gott. Das ist in Johannes 17,3. In Johannes 20, 17. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Also Jesus hier redet von einer ganz anderen Person. Von einem ganz anderen Wesen, nicht von sich selber. Bis jetzt habe ich noch nie gesehen, dass Jesus sagte, ich bin Gott, betet mich an. Und ich würde mich freuen, wenn mein Freund erfindet einen Vers so.
Ihr habt wieder seine Stimme gehört. Johannes 5, 37. Ihr habt wieder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Aber also, die sehen Jesus, die hören seine Stimme und seine Gestalt. Aber ich sage zu denen, ihr habt seine Stimme gehört, nicht gehört von Allah, von Gott, ihr habt die Stimme. Gott, wir sehen ihn nicht. Jesus sagte, ihr habt seine Stimme nicht gehört und seine Gestalt nicht. Also, Jesus aber vor denen. Also, das heißt, Jesus kann nicht Gott sein. Okay, okay. Schön langsam okay. Zum Ende kommst. Okay, leider, ich habe noch viel zu sagen, aber ich lasse meine Kollegen, vielleicht kann mir ein bisschen Aufklärung geben. Mehr. Okay. Danke vielmals, bitte gerne. Okay, lieber Bruder, vielen Dank. Bitte. Hat sich setzen. Gerne, bitte, wenn du zum Reden kommst. Du hast das Wort. Also ich möchte mich beim Konzertauf und beim Makrem Hamdi bedanken für die Präsentation, für die Zeit. Ich habe mir viel Spaß mit der Präsentation, es ist schon einiges gesagt worden. Wir haben eine gemeinsame Grundlage, ich denke, als Christen und als Muslime. Nämlich in einer Zeit von Atheismus, in einer Zeit von Relativismus, glauben wir, dass es eine absolute Wahrheit gibt. So wie Zertauf das gesagt hat, wir sagen nicht, okay, es ist egal, was jemand glaubt, es ist sehr, sehr wichtig, was wir glauben, was wir über Gott glauben. Und wir glauben, dass es einen Gott und nur einen Gott gibt. Wir glauben auch als Christen und als Muslime an Dinge über Jesus gleich gewisse. Wie erwähnt worden, Sura 3 steht eindeutig, er ist jungfräulich empfangen, er ist der Messias. Mohammed selbst sagt in Sahih al-Bukhari, Buch 55, Vers 641, dass Jesus als einziger jemals auf dieser Erde ohne Sünde war, der einzige Mensch. Und dass Jesus viele Wunder getan hat. Auch das finden wir im Koran. Aber vor dem Koran gibt es andere Bücher, also in Sura 2 sehen wir zum Beispiel, dass Mohammed oder Allah sagt durch Mohammed zu den Muslimen, sie machen keinen Unterschied zwischen den Schriften, die von Gott heruntergesandt sind. Und wenn wir mehr über Jesus wissen wollen, dann müssen wir die Evangelien lesen, die Schrift, die von Zeitzeugen geschrieben worden ist. Ich freue mich dann nachher auf die Sachen, die Makrem gesagt hat über Herkunft der Bibel gerne auch noch zu antworten. Jetzt möchte ich mir ganz kurz meinen Teil sagen, auf der anderen antworte ich nachher. Wir haben gehört, dass im Tanach keine Aussage ist darüber, dass Jesus Gott ist. Ich hoffe, Hamdi kommt bald nächste Woche mit mir mit in die Kirche, ich werde meinen Platz frei halten. Tanach, der Prophet Jesaja, Kapitel 9, Vers 5, haben wir eine messianische Prophezeiung über den Messias, auf den wir uns einigen können. Der Messias ist Jesus. In Jesaja, Vers 9, Kapitel 9, Vers 5 lesen wir, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Dieser Vers ist in Jesus in Erfüllung gegangen und wir finden gleich drei Antworten auf die Frage, wer ist Jesus? Die erste Antwort ist, eindeutig steht hier das Wort starker Gott über den Messias, über Jesus. Das hebräische Wort hier, weil wir über Ursprachen geredet haben, ist El Gibor. El Gibor heißt starker, mächtiger Gott und wird die gesamte Bibel nur für Jehova verwendet. Möchte ich anmerken. Zweiter Punkt an diesem Vers. Ewiger Vater. Ewiger Vater heißt in diesem Zusammenhang der, der aus der Ewigkeit kommt. Das heißt, Jesus, nach diesem Vers, kommt aus der Ewigkeit. Er kommt nicht geboren, Jahre 0. Jetzt haben wir gehört, Sura 5, Vers 75, den hat auch Makrem Hamdi zitiert, steht, Jesus hat selbst Speisen gegessen. Wie kann er dann Gott sein? Steht im Koran. Eine Antwort auf diese Frage finden wir genau in diesem Vers in der Einleitung. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Was sagt das Wort Gottes da? Wir haben hier zwei Sachen, die parallel passieren. Das Kind wird geboren durch die Jungfrau Maria. Aber der Sohn wird nicht geboren. Der Sohn kommt aus der Ewigkeit. Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Wörter definieren, bevor wir miteinander reden. Weil sonst reden wir dieselben Wörter und meinen ganz etwas anderes. Das heißt, wenn Christen sagen, weil der Koran sagt mehrfach, Allah hat keinen Sohn. Allah ist größer als seine Schöpfung. Allah kann nicht ein Kind zeugen. Und als Christen sagen wir, ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Wir glauben nicht, dass Jesus das physische Kind von Gott mit Maria ist. Sondern das Wort Sohn heißt in der gesamten Bibel, in diesem Kontext, es gibt immer verschiedene Bedeutungen für ein Wort, je nachdem wie der Kontext ist, in diesem Kontext die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn in Ewigkeit.
Es geht nicht darum, dass Jesus gezeugt worden ist. Jesus existiert ewig. Das sehen wir eben genau in diesem Johannes-Prolog, der erwähnt worden ist. Johannes Kapitel 1, Vers 1 und Vers 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist doch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das heißt, was lehrt uns dieser Vers? Es gibt zwei Personen im Anfang, vor der Schöpfung, bevor alles geschaffen wird, Gott der Vater und das Wort, zumindest zwei Personen. Beide sind nicht erschaffen und dieser Vers verrät uns auch, dass das Wort der Schöpfer ist. Das haben wir natürlich, also ich möchte noch ganz kurz weiterlesen, warum diese Bedeutung so wichtig ist. Es steht hier drinnen, ein paar Verse darunter, eine weltbewegende Botschaft, nämlich, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der ewige Gott, der Sohn wird gegeben und dieser Sohn nimmt Fleisch an. Das Kind wird geboren. Und das ist so weltbewegend, dass wir unser gesamtes Zeitsystem heute daran aufhängen. Dass wir sagen, zu diesem Zeitpunkt ändert sich die Geschichte. Auf einmal tritt der Schöpfer selbst in seine eigene Schöpfung. Das heißt, jetzt haben wir natürlich das Problem, aus muslimischer Sicht, jetzt haben wir mehrere Götter. Gott, den Vater und das Wort. Glauben Christen an zwei Götter? Das wäre absolut falsch. Wie wir gehört haben, in Markus 19:29 sagt Jesus, das größte Gebot ist Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Ganz klar, Jesus ist ein Monotheist. Jesus sagt, es gibt einen Gott. Jesus Jünger sind Monotheisten, es gibt einen Gott. Ich als Christ bin Monotheist. Ich sage nicht drei, so wie es im Koran heißt, ich sage, es gibt einen Gott. Aber dieser eine Gott besteht in drei Personen. Gleich nachher, gleich noch genauer. Wir können es nämlich auch anhören. Jesus hat dazu nichts gesagt, haben wir gehört. Jesus in Johannes 10,30 spricht folgende Worte. Jesus sagt, ich, Jesus, und der Vater, wir sind eins. Wir haben dasselbe Wort wieder. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist eins. Dasselbe Wort, das wir in der Schema hören, das Jesus zitiert hat in Markus 12,29, zitiert er hier in Johannes 10,30 und sagt, ich und der Vater, offensichtlich zwei, wir sind eins. Wie ist das möglich? Wir sehen das zum Beispiel in Genesis, Kapitel 2, Vers 24, sagt Gott zu Adam und Eva, ihr zwei seid ein Fleisch. Offensichtlich sind Adam und Eva auch nicht eine Person, sondern zwei Personen, aber sie sind ein Fleisch vor Gott. Und genauso ist Gott in Ewigkeit drei Personen, aber ein Gott. Das heißt, nun könnte man ja einwenden, vielleicht tun wir Christen das mit Gymnastik verbiegen, habe ich gehört. Wenn wir weiterlesen, wie haben sie Zuhörer verstanden von Jesus? Die Zuhörer heben sofort Steine auf und wollen Jesus steinigen. Warum wollen sie Jesus steinigen? Weil sie sagen, obwohl er, Jesus, ein Mensch ist, hat er gerade über sich gesagt, dass er Gott ist. Exakt so wie Christen verstehen, exakt das im Grunde, warum Muslime sich aufregen. Muslime würden auch sagen, das gibt's nicht, dieser Mensch kann nicht sagen, er ist Gott. Genau das haben auch die Zuhörer verstanden. Als Muslime und als Christen haben wir wieder einen gemeinsamen Grund. Wenn Jesus Prophet von Gott ist, dann würde er das sofort korrigieren. Er würde das nicht falsch stehen lassen. Ganz besonders nicht, weil die Leute Steine in der Hand haben. Jesus möchte nicht wegen einem Missverständnis sterben. Also erklärt ihnen Jesus jetzt noch einmal, was er gesagt hat in Johannes 10,30. Ich lese euch das vor. Wieso sagt er zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch nicht mir glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Also Jesus hat das nicht abgelehnt, Jesus hat das nochmal bekräftigt. Er hat gesagt, der Vater ist in mir und ich in ihm. In einem Zeitpunkt, wo er ganz, ganz klar reden muss. Alle Leute rund um ihn haben Steine in der Hand, um ihn zu steinigen. Und er sagt ganz klar, der Vater ist in mir und ich in ihm. Er ist eins mit Gott, dem Vater. Das heißt, wir haben jetzt drei grundlegende Dinge einmal gehört, so von Fundament. Das heißt, wir haben gehört, im Tanach, in der Bibel der Juden, steht ganz klar, der Messias wird Gott sein. Der Messias, der kommt, ist Gott. Wir haben gehört, dass im Johannesprolog eben von zwei Personen die Rede ist, die ein Gott sind. Und wir haben von Jesus selbst gehört, wo er sagt, er ist eins mit Gott, dem Vater. Das, was ich als nächstes machen möchte, Mark Rehm, ich
war sehr, sehr geistgeleitet anscheinend bei meiner Vorbereitung, gesagt, im Markus-Evangelium finden wir nichts, ich möchte durch alle vier Evangelien gehen und zeigen, dass in allen vier Evangelien darüber geredet wird. Ich muss mich sehr beeilen, weil es sind viel Text zu lesen. Und möchte auch einen roten Faden geben, warum diese Frage so wichtig ist. Als Christ glaube ich, dass die Antwort auf diese Frage kein Kinderspiel ist. Die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus, entscheidet als Christ darüber, wo verbringe ich meine Ewigkeit. Das werde ich euch noch erklären. Das heißt, wir lesen, fangen wir mit Matthäus an, 1. Evangelium, nach der Reihenfolge. Wir lesen in Matthäus 1,21. Oder fangen wir an mit Jesaja, weil wir müssen oft entgegenstellen, wie Jesus von sich selbst sagt, dass er Jehova aus dem Alten Testament ist. Jesaja 35, Vers 4 lesen wir: Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Wieder im Tanach, er selbst, Gott, wird kommen und uns retten. Das lesen wir in Matthäus 1,21. Da sagt der Engel Gabriel, Jibril, sie, gemeint ist Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jehova wird sein Volk retten, Jesaja 35, Jesus wird sein Volk retten. Zwei Verse, die wohl dafür sprechen, dass wir das so auslegen können, dass das Gott ist. Kommen wir zum Markus-Evangelium. Wir können das nie im Markus-Evangelium finden. Ich habe extra viele Stellen aus dem Markus-Evangelium mitgebracht, glücklicherweise. Fangen wir an mit Markus Kapitel 2, die Verse 5 bis 10. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen: Was redet dieser solche Lästerungen? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter zu den Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm die Liegematte und geh umher, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben? Oder dieses Wunder? Das heißt, zwei Anwendungen, zwei Antworten auf unsere Frage wieder in diesem Abschnitt. Laut dem Koran und laut der Bibel, laut den Schriftgelehrten: Wer kann Sünden vergeben? Sura 39, die Ayats 53 bis 54 sagen: Allah ist es alleine, der Sünden vergibt. Jesus sagt hier: Ich vergebe eure Sünden. Wenn Jesus ein Rasul Allah ist, wenn Jesus ein Gesandter Gottes ist, wieso vergibt er Sünden? Woher nimmt er diese Vollmacht? Und dann steht auch noch: Jesus sieht, was sie in ihrem Herzen denken. In Jeremia 17, Vers 10 heißt es: Gott alleine kennt die Herzen. Und auch im Koran und in Hadithen, Makram, bitte besser mich aus, ich bin kein Experte im Koran, steht nur, dass Allah und seine Engel die Herzen kennen. Jesus kennt die Herzen. Keiner Rasul Allah kennt die Herzen Gottes, meines Wissens nach. Gehen wir weiter im Markus-Evangelium. Selbes Kapitel, Markus, Kapitel 2, Vers 28. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Jesus ist der Herr über den Sabbat. Wenn wir nachlesen im Alten Testament, der Prophet Musa bekommt dort die 10 Gebote. Und in Kapitel 20, Vers 8 bis 11 lesen wir: Sabbat, der Sabbat gehört Gott alleine. Jesus ist der Herr über den Sabbat. Und der Sabbat gehört Gott alleine. Wie passt das zusammen? Dann lesen wir in Markus Kapitel 8, Vers 38. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Das heißt, wir haben gehört, gewisse Dinge gibt Gott nicht her. Durch das ganze Alte Testament, Jesaja, haben wir gehört, 42, 43, 44, steht Gott alleine. Er ist ein eifersüchtiger Gott, er teilt seine Herrlichkeit mit niemandem. Ich zitiere das aus Jesaja 42, Vers 8. Ich bin Jehova, das ist mein Name, keinem sonst mehr. Entschuldigung. Keinem sonst werde ich meine Herrlichkeit geben, noch meinen Lobpreis gehauenen Bildern. Jehova gibt seiner Herrlichkeit niemanden. Jesus sagt hier, er kommt in der Herrlichkeit des Vaters. Welcher Rasul Allah, welcher Prophet kann in der Herrlichkeit von Gott kommen, als wäre er Gott selbst? Dann kommen wir zu der Stelle, die Makrim Hamdi erwähnt hat. Ich lese sie aus Lukas vor, damit wir jedes Evangelium erwähnen. Lukas, Vers 8, Kapitel 18, Vers 18 bis 19. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben?
Da sprach Jesus zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott allein. Danach erzählt Jesus ihm die 5 Gebote auf. Und der Mann sagt jedes Mal: Diese Gebote habe ich erfüllt. Bevor Jesus ihm dann zeigt, dass dieser Mann einen falschen Gott hat, nämlich Geld. Also ist die Frage natürlich von euch Muslimen, die rechtfertigt: Wie kann Jesus sagen, er ist nicht der gute Meister? Hat er nicht gerade gesagt, er ist nicht Gott? Ich sage das, der Vers sagt ganz was anderes, nämlich gesagt, dass Jesus Gott ist. Weil Jesus sagt nicht, er ist nicht gut. Ich glaube, als Muslime und als Christen können wir sagen, Jesus ist gut. Mohammed sagt selbst, keiner. Jeder wird von Satan berührt bei der Geburt. Nur ist er bei Mariam nicht. Also ist Jesus gut. Und da möchte ich noch weiter zeigen. Jesus zeigt ihm, das zeigt dem Mann hier in 2 Fragen die Selbstgerechtigkeit auf. Er sagt zu ihm, zuerst einmal, warum nennst du mich doch gut, wo du glaubst, dass ich ein Mensch bin? Wie kannst du glauben, dass ich ein Mensch bin und gleichzeitig glauben, dass ich gut bin? Das macht keinen Sinn. Und er fordert den Mann heraus. Entweder du nennst mich nicht gut, weil dann glaubst du nicht an mich, oder du glaubst an mich, dann nenne mich Gott. Die zweite Herausforderung von ihm ist, dass dieser Mann seine Schuld vor dem heiligen Gesetz sieht. Er sagt zu ihm, er deckt die Selbstgerechtigkeit des Mannes auf. Der Mann möchte durch seine eigenen Taten in den Himmel kommen. Er sagt, was muss ich tun? Und Jesus zeigt ihm auch, du kannst nichts tun. Vor Gott, Gott allein ist heilig, vor Gott sind wir alle schuldig da. Das ist die Botschaft von diesem. Das heißt, Jesus sagt an dieser Stelle nicht, er ist nicht Gott. Er sagt, erkenne doch, dass ich Gott bin und ich alleine bin gut. Vertraue auf meine Gutheit und nicht auf deine eigene. Dann wirst du das Königreich erben. Das ist die Botschaft dieses Verses. Gehen wir ins Johannesevangelium. Johannes 5, die Verse 22 bis 23. Ich möchte jetzt ganz genau mit euch lesen. Ganz spannende Sache. Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das heißt, Wahnsinnsstelle, zerlegen wir die, schauen wir uns die genauer an. Erster Punkt, der Sohn hat das Gericht. Der Sohn ist der Richter am Ende der Tage. Jeder einzelne von uns wird am Ende seiner Tage vor Jesus stehen, als Richter. Dasselbe lesen wir auch in Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Wer ist der Richter? Laut der Bibel, laut dem Alten Testament, ist Gott alleine der Richter. Psalm 50, Vers 6 sagt das. Und im Psalm 96 lesen wir, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit, der Herr. In Sura 22, die Ayats 56 bis 57, lesen wir ebenfalls, dass alleine Allah der Richter ist. Wieder meine Frage von vorhin, wie kann ein Rasul Allah so etwas von sich behaupten? Ein Gesandter Gottes. Warum hat der Sohn laut diesem Vers das Gericht? Damit alle dem Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Das heißt, Jesus sagt hier, jeder soll Jesus so die gleiche Ehre bringen. Die gleiche Anbetung, dieselbe Liebe, dieselbe Hingabe, dieselben Lobpreis, wie sie dem Vater im Himmel geben. Wenn Jesus ein Prophet Allahs ist und nicht Gott, wie kann dieselbe Ehre für sich verlangen? Wie kann er sagen, er soll angebetet werden, er soll geehrt werden, wie der Vater im Himmel? Das ist nicht möglich. Und dann sagt er sogar das nochmal deutlicher. Er sagt, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Wer nicht Jesus genau gleich behandelt wie den Vater im Himmel, der, laut Jesus, betet den Vater im Himmel gar nicht an, weil man muss zuerst den Sohn ehren. Das heißt, ganz direkte Frage, kann man sagen, dass jemand einen Rasul Allah, einen Propheten, genau gleich anbetet wie Allah selber? Ich denke nicht, also muss es sich nur um Gott handeln. Und gut in der Zeit, noch eine Stelle, damit wir ein bisschen in Gang kommen. Johannes Kapitel 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wieder wollen wir schauen uns das im Detail an, was hier steht. Ich bin der gute Hirte. Wer ist der gute Hirte? Psalm 23, Vers 1, Psalm 100, Vers 3 sagen ganz klar, Gott ist der Hirte. Und wenn wir ins Buch Hesekiel reinschauen, auch ein Prophet, dann lesen wir im Kapitel 34, in den Versen 11 bis 31, dass Gott selber der gute Hirte ist. Ich zitiere ein paar Verse. Hesekiel 34, der Vers 15. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr.
Und warum wird Gott unser Hirte sein? Warum tut er das? Warum kommt Gott runter als Hirte und will uns lagern und weiden? Vers 30. So werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin. Das heißt, Hesekiel, Altes Testament, Tanach der Juden sagt, Gott selber ist der Hirte, er kommt runter zu uns und er wird uns weiden. Und warum wird er sagen, dass er der Hirte ist? Damit wir sehen, dass er Gott ist. Nicht irgendwer, nicht irgendein Rasulallah, sondern er ist Gott. Deswegen kommt er runter. Der zweite Punkt erklärt uns in dem Vers, erklärt uns dann noch etwas, was sehr, sehr wichtig ist für die Botschaft von Jesus ganz generell. Warum das so wichtig ist, dass wir wissen, wer Jesus ist. Er sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Hier kommen wir direkt in Konflikt mit der Botschaft des Koran. Sura An-Nisa, Ayat 157, sagt ganz klar, dass Isa bin Miriam nicht gekreuzigt worden ist. Es ist nur erschienen. Jesus sagt selber, 19 Kapiteln vor seiner Kreuzigung, der gute Hirte ist gekommen, um sein Leben für seine Schafe zu lassen. Muslime sagen dann sofort, warum? Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott zulassen, dass er stirbt? Aber der Vers spricht nicht davon, dass Jesus sagt, Gott hat das zugelassen. Er sagt, ich habe es freiwillig gemacht. Warum macht Jesus das freiwillig? Warum geht Jesus freiwillig aufs Kreuz? Wie kann das Sinn machen? In Johannes 3,16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, was ist passiert? Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist in Ewigkeit mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist in Einigkeit als ein Gott im Himmel. Aber er sieht, wie es uns geht. Jesus sieht, dass wir als Schafe, Jesaja sagt das ganz klar, verloren gegangen sind. Wir alle sind durch die Gegend gestreut, aufgrund unserer Sünde, aufgrund unserer Schuld. Aber der gute Hirte kommt selbst runter auf die Erde, weil er uns liebt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft in der Bibel. Gott liebt jeden Einzelnen hier in dem Raum. Er liebt Sertas, er liebt Makram Andi und deswegen tut Gott das. Er kommt runter auf die Erde und gibt sein Leben freiwillig für seine Schafe, um uns zu retten, dass wir nicht runterstürzen in die tiefe Schlucht, die uns erwartet nach dem Tod. Deswegen rettet uns der gute Hirte vor dem und gibt sein Leben freiwillig und steht auf am dritten Tag, ist die Auferstehung. Das heißt, Gott ist nicht passiv. Ich weiß nicht genau, wo das steht im Koran, aber ich habe einmal gelesen, dass Gott wie hinter einem Vorhang ist. Aber die Bibel sagt, Gott ist nicht hinter einem Vorhang. Gott wartet nicht hinter dem Vorhang, bis wir endlich die ganzen Regeln schaffen. Gott kommt hinter dem Vorhang hervor, als Jesus Christus, und gibt sein Leben für uns, um seine Liebe zu beweisen, damit keiner, der an ihn glaubt, verloren geht. Das ist auch der Grund, warum diese Botschaft so wichtig ist. In Johannes 8, Vers 24, lesen wir, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Was sagt Jesus hier? Makrem Hamdi hat gesagt, er kann Griechisch, ich kann nicht Griechisch, ich kann ein paar Worte. Aber er sagt, okay, hier steht, wenn ihr nicht glaubt, dass Ego Aimi ist Griechisch, heißt ich bin und ist der Gottesname. Das gesamte Alte Testament auf Griechisch, die gesamte Septuaginta, ist das der Name Gottes. Und er sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich Gott bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Nur wenn wir glauben, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, wenn wir glauben, dass es, so wie wir Matthäus gesehen haben, dass er der Retter ist, der Gott selbst runtergekommen ist, nur dann können wir errettet werden. Also wir haben uns 12 Stellen in Chile angesehen. Doch, wir haben nicht einmal Paulus anschauen müssen. Weil ich weiß, das ist Tabu für Muslime. Paulus ist Tabu. Wir haben uns nur die in Chile angesehen. Und wir sehen in der in Chile 12 Stellen. Ich hätte jetzt, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, könnten wir uns mehr Stellen anschauen, wo Jesus ganz klar sagt, oder Sachen tut, die ganz klar zeigen, dass er Gott ist. Und deswegen möchte ich meine kurze Präsentation jetzt abschließen mit einem Zitat von C.S. Lewis. Das ist ein Philosoph und Buchautor. Und er hat gesagt über Jesus, ein bloßer Mensch, der solche... Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie sagt, wäre kein großer Morallehrer. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten als einen Dämonen, oder wir können ihm zu den Füßen fallen und ihn als Herr und Gott nennen. Aber wir können nicht mit gönnerhafter Herablassung ihn als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit
hat er uns nicht offen gelassen. Jesus gibt uns nicht die Möglichkeit zu sagen, er war nur ein einfacher Mensch. Jesus war mehr als ein einfacher Mensch. Ja, er hat eine menschliche Natur angenommen, er musste essen, auf jeden Fall. Er war müde lesen in der Bibel, er hat geweint lesen in der Bibel. Aber er war auch Gott. Danke fürs Zuhören. Okay, lieber Gernot, vielen Dank für die zweite Präsentation. Ich denke, wir haben von beiden Standpunkten, von beiden partikularistischen Religionen sehr viel erfahren. Und wir sehen auch die Gegensätze. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte auch nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Und ich würde sagen, wir starten mit Part 2, wo die Redner die Gegenargumente bringen und auf die Argumente der Gegenposition eingehen können. Deswegen, lieber Bruder Hamdi, du hast 10 Minuten Zeit, auf diese Argumente einzugehen. Bitte sehr. So, der Herr Zelenge ist genau zu den Themen gegangen. Danke nochmal. Danke, sehr lieb. Aber er hat mir nicht antwortet. Tut mir leid. Ich habe gesagt, ich bin von Lippen und von Jesus. Ich bin Gott, bittet mich an. Wie ich gesagt habe, die werden mit Gymnastikerferse hin und her schaukeln, um etwa hin. Aber Jesus hat mir gesagt, ich bin Gott, bittet mich an. Habt ihr das gehört von Jesus, ich bin Gott, bittet mich an? Ich nicht. Ich werde dann alles versuchen, das zu. Der hat Zeringe gesagt, von der ewige, ein Kind ist geboren, gell? Von Jesaja 9,5. Der Kind ist geboren, das ist, stimmt, ja. Man wird genannt Messias, der ewige Vater. Pass auf, der ewige Vater. Jesus sagte, nennt keiner Vater auf dieser Erde. Der einzige Vater ist der himmlische. Achso, das widerspricht sich. Das heißt, Jesus ist nicht gemeint hier. Mit dem Vers, gell? Sagt, nein, keiner ist der Vater. Der himmlische war die Erde. Und er wird genannt Vater. Der Ewige. Das heißt, er betrifft nicht Jesus. Das ist so schön, wie ich und mein Vater eins. Der Herzlinge, er versteht das so. Ich und mein Vater eins, das heißt, ich bin auch Gott. Johannes 10, Kapitel 30. Dann fangen wir mit Johannes 10, 23. Und Jesus spaziert in Salomons Porch, in Salomons Tempel. Kommen die Juden zu ihm und sagen, wie lange hält es uns in Zweifel? Wenn du der wahre Messias, sagt sie offen. Jesus sagt, viele Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Aber ihr glaubt nicht. Die Schafe, die ich meinem Vater mir gegeben, seine Junge, keine zerreißt von meinem Vater Hand. Ich und mein Vater eins. Das heißt, ich bin Gott? Nein, du arbeitest bei einer Firma und der Firma gehört dein Onkel. Du sagst zu einem, hey, du, komm, mach das weg. Du sagst, wer bist du? Ich kenne nur den Chef, heißt er Christoph. Sagt, ja, ich und Christoph eins. Das heißt, ich bin Christoph? Nein, das heißt, ich bin auch Chef. Und Jesus auf dieser Erde repräsentiert Gott und er ist der Chef. Okay? Das heißt, ich und mein Vater sind eins. Aber Herr Zelenge, das geht weiter. Ja, es tut mir leid, aber Johannes selber erklärt uns das, was sagte ich und mein Vater eins. 17,21. Jesus sagte, ich in meinen Vater, mein Vater in mich und ihr, die Jungen, in mich. Achso, wir haben 14 Götter. Erklärt das Johannes, was bedeutet ich und mein Vater eins? Johannes sagte noch weiter, Vater in uns, ich in euch und die Jungen sind 12 und wir machen ein Perfekt eins. Das heißt, es sind 14 Götter, oder? Also wir dürfen nicht verstehen, die Gedanken von den Juden, wie die schreiben, schreiben das anders, wie die Araber. Die meinen, wenn ich sage, ich und mein Vater eins, sagt er nicht, ich bin dein Vater. Das heißt, ich bin auch Chef und repräsentativ. Also ich hoffe, dass ich das euch erklärt. Ich und mein Vater eins, das heißt nicht, ist, das meinte, ich will euch was sagen, der Herr Zelenge hat was erwähnt mit Sünde vergeben. Das ist wunderbar. Lukas haben sie erwähnt, gell, das Sünde vergeben. Markus 2. Markus 2, genau. 9. Markus 9, 2. Markus 2, 5 bis 10. Ja, genau. Wer kann vergeben die Sünde? Wissen Sie, dass die gleiche Passage, der Markus haben Lukas und Johannes von ihm kopiert. Die gleiche Passage kommt in Matthäus. Aber die Christen, meine Freunde, erwähnen nicht Matthäus. Warum? Warum? Ganz einfach. Pass auf. Die gleiche, keiner vergibt die Sünde. Außer Gott, die Frage ist, keiner vergibt die Sünde. Außer Gott. Aber in Matthäus die gleiche Geschichte, die haben die auch gewundert. Boah, aber schau, was sie sagen. Gepriese Gott, so Kraft gegeben zu einem Mensch, dass er. Was bedeutet das? Heißt er nicht, Jesus vergibt die Sünde. Mohammed auch kommt rein zu ihm und hat zu ihm gesagt, der ist im Paradies. Dann kommt der Moschee, der ist in die Hölle. Das heißt er nicht, Mohammed ist Gott. Nein, weißt du, das heißt Offenbarung.
Jesus genau hat Offenbarung von Gott, dann sagt er, du bist deine Sünde vergeben. Das ist Offenbarung von Gott. Gott offenbart ihm, der ist seine Sünde vergeben. Das heißt, Jesus ist noch immer nicht Gott. Okay? Das heißt, er ist Offenbarung von Gott. Dann sagt er, ich werde das, die Steigerung der Höhe macht, wie wir gelesen haben. Zum Beispiel, der Herr Zeringer hat uns zu viel erzählt, nicht für Gott heißt Jesus, sondern von der Sonnenmensch, Jesus ist Sohn Gott und so weiter und so fort. Er hat immer erwähnt zwei verschiedene Wesen. Sonnenmensch und Gott. Und dann sagt er, sind eins. Aber wir haben das sogar nicht verstanden. Aber wenn ein Mensch sagt, zum Beispiel ein kleines Kind, erklär mir Islam, sag mir, Gott ist eins. Ja, was ist das, diese Leute? Wir sind die Propheten. Und wir sind die Menschen, die folgen Propheten und zum Gott. Ganz einfach. Für die Christen ist ein bisschen schwer. Wenn Jesus ist Gott, dann zu wem hat gebetet? Dann sagte mein Freund Zeringe, ja, der ist wahr Mensch. Also, Jesus kann, in dieser Zeit hat gebetet Gott, das heißt, er ist ein Mensch. Jesus ist kein Zirkusmann. Einmal Mensch, einmal Gott, einmal nein. Hat gebetet Gott. Genau wie wir. Er betet auf sein Gesicht, fährt auf sein Gesicht, betet zum Gott. Das heißt, der Jesus, er tut das nicht. Deswegen sage ich, und zum Beispiel, das ist die letzte Studium, ja, ein bisschen von mir. Ja. Markus 9, und Petrus antwortet und sprach zu Jesus, Rabbin, hier gut zu sein, lass uns drei Hütte bauen, für dich, für Ali und Moses. Matthäus, schon, wie hat das entwickelt, deswegen habe ich den Freund Zeringer, habe ich gesagt, dass Matthäus hat kopiert von Markus und hat das entwickelt. Auf einmal Petrus antwortet und sagt, sprach zu Jesus, Herr, lass uns hier gut sein, bauen für euch eine Hütte, für dich alle. Und siehst du das? Entwicklung. Das war, aber Markus sagt der Rabbin, er nennt ihn Rabbin, normal. Auf einmal in die gleiche Geschichte, Matthäus wird dann zu Herr. Markus 13, so wacht nur, dann wisst ihr nicht, wann der Herr Jesus das verkündigt, wann er zurückkommt. Okay? Der Herr des Hauses kommt, der Herr ist das Haus, normaler Mensch. Die gleiche Geschichte, warum Matthäus, okay? Jetzt Entwicklung von Jesus zum Gott. Matthäus Kapitel 24, warum wacht ihr auf, ihr wisst nicht, eure Herr wann kommt. Habt ihr verstanden? Markus präsentiert uns Jesus alles, normale Gesandte, das bestätigen alle Christen sogar. Okay? Das Markus ist, es geht nur um Jesus präsentieren, der für uns Sünder gestorben ist. Aber das ist ein anderes Thema. Und hat meine zehnjährige Freund hat sich widerlegt, weil die Juden glauben nicht, dass ein Messias Gott sei. Warum? Weil im Alten Testament, Deuteronomium, 23, er wird erwähnt, wer stirbt an Holz, das Kreuz, ist ein falscher Prophet. Deswegen haben wir an ihm nicht geglaubt. Deswegen ist Islam gekommen, um Jesus zu schützen. Jesus, Allah sagt, Omar Kataru, Omar Sarab, die haben nicht gekreuzt, nicht getötet. Das ist sogar bestätigt, dass Jesus da war. Deswegen die Juden sagen, er ist gestorben auf Kreuz, glaube ich an ihm nicht. So Gott sagt, nein, Jesus ist wahr. Allah sagt im Koran, nein. Stimmt nicht. Markus 13, so, Markus 8, und er sprach zu ihnen, aber ihr wisst, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortet Petrus, passt auf hier. Da antwortet Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Wir glauben, dass Jesus der Christus. Wir glauben fest sogar. Schauen, wie hat sich entwickelt Matthäus die Geschichte. Matthäus, weil er verkündet die Botschaft zu bestimmten Leuten und er will lernen, dass Jesus ist ein Gott. Was sagt er? Er sprach zu ihnen, wer sagt ihr seid ihr? Dann antwortet Simon Petrus und sprach, du bist der Christus. Genau wie Markus. Aber schauen, was hat er zugegeben? Das lebendige Gottessohn. Achso, das heißt, einer von den zwei muss falsch sein. Markus oder Matthäus? Wenn Markus ist falsch, dann Matthäus ist richtig. Das heißt, der Markus hat nicht seinen Job richtig gemacht, dann muss man Markus weggeben von der Evangelium. Dann muss man nicht an ihn glauben, weil Markus sagt, du bist der Christus. Und Matthäus gibt dazu lebendiger Gottessohn. Markus 3, dann wer Gott Wille tut, der tut ist meine, der ist meine Bruder und meine Mutter und meine Schwester. Schau, Matthäus, was hat gemacht mit diesem Vers? Matthäus sagt, dann wer Wille tut meines Vater. Auf einmal hat das verändert. Von Gottes Wille zum Wille, der ist im Himmel meiner Vater und meiner Bruder. Habt ihr gesehen, die Entwicklung? Jesus am Anfang, normaler Mensch, okay? Dann haben die Entwicklung. Dann Johannes hat ihm gleich wie ein Snowball, langsam, bis es groß haben, ihm auf dem Dach. Da geht weiter, weil ich habe wirklich keine Zeit. Das zwickt mich so. Markus 4. Und er war hinten auf einem Schiff und schläft, dieses schläft. Da kommt zu ihm und sagt, Meister. Die fragen, Meister, siehst du nicht, das verderben wir. Markus 4, 38. Die gleiche Geschichte, Matthäus hat die Persönlichkeit von Jesus entwickelt. Auf einmal, die kommen zu ihm, sagen zu ihm, Herr, hilf uns. Siehst du das? Von Meister, Rabbin, Scheich, Bischof,
auf einmal her. Deswegen ist das ist die Entwicklung von Jesus von einem Mensch zum höherer Macht. Von höherer Macht auf einmal bei Johannes ist der größte fast Gott. Fast Gott. Aber Johannes trotzdem glaubt nicht, ist Gott. Und viele Christen zum Beispiel haben die Hebräer, das ist Melchisedek. Melchisedek, das ist Kapitel 7, hat, glaube ich, Hebräer hat Lukas. Nicht. Paulus, ja, die wissen das nicht, aber haben die gedacht, das ist Paulus, aber die wissen das. Die sagen, Melchisedek, das ist ein Priester, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht und hat weder Anfang noch wieder Ende. Die Christen von lauter Zweifel, diese Verse haben nicht damit umgehen können. Wer seine Priester bitte, hat keinen Vater und keine Mutter, aber Jesus hat eine Mutter. Also wie kann er Gott sein und der hat keinen Vater, keine Mutter. Die sollen sie ihm einbeten. Dann haben die das bezieht, haben Gymnastik gemacht, dass er passt zu Jesus. Ja, ich habe viel zu sagen. Lieber Bruder Handy, die 10 Minuten sind um. Danke. Und ich bitte den Gerlot zum Rednerpult. Ich habe mein Handy mitgefühlt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, in 10 Minuten all diese Sachen zu beantworten, die wir andere 25 oder jetzt habe ich schon 35 Minuten aufzuholen, gesagt hat. Ich habe die Frage nicht beantwortet. Wo Jesus sagt, betet mich an. Ich zitiere Johannes 20, Vers 28. Wer es Handy sagt dann, das hat nicht Jesus gesagt. Thomas sagt dort, mein Herr und mein Gott und betete Jesus an. So, jetzt habe ich eine Frage an euch. Wir kennen Koran und wir kennen die Hadithen. In Hadithen sehen wir, wie Mohammed als Beispiel für gelebt hat, als Vorbild für die Muslime. Wenn in irgendeiner Stelle in den Hadithen stehen würde und irgendein Typ, weiß nicht, Abu Bakr, Uthman, weiß ich, keine Ahnung, fällt auf die Knie vor Mohammed und betet Mohammed an, hätte Mohammed dann zu ihm gesagt, hey, Schirk, bete mich nicht an, es ist nur Allah, den du anbetest. Jesus lobt Thomas dafür, dass Thomas ihn anbetet. Also, das ist nicht direkt von seinem Mund, aber seine Handlungen. Handlungen können das. Wenn ich sage, Hamdi, ich liebe dich und ich hau dem Hamdi auf die Nase, würdest du sagen, nein, das stimmt nicht. Was du sagst gerne und du machst etwas anders. Das sind unsere Handlungen, zeigen mehr als unsere Worte. Vieles von dem Argument von Hamdi baut darauf auf, dass er sagt, Markus ist sehr früh, Matthäus, Lukas sind später, Johannes ist irgendwann. Das sind Mutmaßungen. Es gibt liberale Theologen, ja, die sagen, irgendwann geschrieben, aber es gibt zum Beispiel konservative Theologen, sagen etwas anderes. Es gibt verschiedenste Datums für Matthäus, bis rein in die 40er Jahre, dann wäre Matthäus der Erste. Es gibt verschiedene Datums, wenn wir die Bibel lesen, macht es zum Beispiel auch nicht Sinn, dass Lukas in den 70er Jahren geschrieben ist. Warum? Lukas ist die Fortsetzung der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte geht nur bis 63. Das heißt, die Fortsetzung muss vor 63 geschrieben worden sein. Dann wären wir vor Markus zumindest mit Lukas. Das heißt, vieles baut auf Mutmaßungen auf. Wir können jetzt auch mutmaßen über den Koran. Ich habe mich mit der Korangeschichte zum Beispiel beschäftigt in meiner Freizeit. Wir hatten 4 Korane ursprünglich. Den Basra-Koran, den Medina-Koran, den Damaskus-Koran und den 4. Koran, Kufa-Koran. Und Uthman hat die falschen Korane verbrannt und die richtigen genommen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube euch als Muslimen, ihr habt den richtigen Koran. Ich stelle das nicht in Zweifel. Und ich fange auch nicht an zu spekulieren. Aber vielleicht steht ganz was anderes drinnen im Basra-Koran. Ich habe keine Ahnung, wir wissen es nicht. Also warum soll ich darüber spekulieren? Dasselbe ist, wir können nicht darüber spekulieren, wer was von wem abgeschrieben hat. Wir wissen es nicht. Keiner kann Markus fragen, keiner kann Matthäus fragen. So wie ich für euch annehme, dass die Schriften authentisch sind, würde ich euch bitten, sonst müssten wir jetzt eine lange Diskussion über die Schriften führen. Ich habe noch dann haben wir gehört, Johannes 17, dass Jesus sagt, quasi wie die Shahada, Gott, deine Gott im Himmel und Jesus, den du gesandt hast, Rasulallah. Ja, das steht dort, das habe ich meine Bibel nicht genommen, aber im selben Vers oder im Vers danach steht, und es verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich hatte davor bei dir im Himmel. Selber Vers, also ein Vers später. Das macht schon wieder keinen Sinn aus der muslimischen Experte. Jesus war vor im Himmel. Wo finden wir das im Koran? Würde das ein Muslim jemals sagen, Jesus war vor im Himmel? Würde ein Muslim nicht sagen, Jesus hatte die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit ist das, was Gott ausmacht. Jehova teilt seine Herrlichkeit nicht. Jesaja 42.
Was haben wir noch gehört von Hamdi? Es ist schwer eine kurze Zeit. Wir haben gehört, dass Gott kein Mensch ist. In Numeri 23, in Hosea 11 und in Samuel 15 haben wir auch, Gott ist kein Mensch, er ändert seine Meinung nicht. Und auf einmal in Johannes 7 ändert Jesus seine Meinung. So, wir müssen wieder den Kontext beachten. Ja, da steht, Gott ist kein Mensch und Gott ist kein Mensch. Aber Jesus hatte zwei Naturen. Werde ich etwas machen? Nein, bestes Mal. Wir haben hier ein Handy. Okay, ein Handy hat, wie viele Hände seht ihr? Ein Handy, richtig? Wie viele Personen seht ihr mit diesem Handy? Null Personen. Ein Handy ist keine Person. Das heißt, ein Handy hat, oder ein Ding, oder ein Sessel, hat einen quasi sein Handy und null Personen. Wenn wir jetzt schauen zum Beispiel auf uns Menschen, wenn ihr mich anschaut, ich bin ein Mensch, ich habe eine Person. Das heißt, passt zusammen. Gott ist kein Mensch, Gott ist einer. Ein Gott, aber Gott ist drei Personen. Das müssen wir beachten. Das heißt, wir unterscheiden hier etwas. Und wie kann das sein? Natürlich, das klingt jetzt verrückt. Wie kann er sagen, ein Gott, drei Personen? Aber wir müssen auch verstehen, dass in Hamdi mag Hiob so gerne. Hiob sagt, meine Wege sind höher als eure Wege, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Wir werden niemals Gott 100% verstehen können. Niemals 100% das erklären können. Aber was wir eindeutig sehen ist, dass Jesus für sich A, er nimmt Gebete an, das haben wir jetzt schon gehört, er nimmt das Wort Gott für sich an und er nimmt das Wort, er nimmt Gebet für sich an, mehrfach, auch die Jünger fallen vor seine Knie und beten ihn an. Und wir haben gehört, dass Jesus Sachen wie die Herrlichkeit Gottes, die Autorität Gottes, all diese Dinge für sich nimmt. Er sagt sogar, er ist gut alleine. Das heißt, wir können hier etwas daraus schließen, nämlich dass Gott, dass Jesus Gott ist. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, hat Hamdi gesagt. Wie teilen wir das? Und dann passend dazu hat er auch gesagt, ich glaube, ich habe es nicht ganz aufgeschrieben, Johannes 18, glaube ich, oder 17, wo er sagt, dass ich bin im Vater und ich bin in euch, aber genauso. Wie passt das zusammen? 17, okay. Bin nicht immer ganz mitgekommen, mitschreiben und denke, das ist ganz schwer, wenn man das erste Mal macht. Was sagt Jesus hier? Wie können wir das erklären? Folgendes. Jesus geht zum Vater zurück. Das sind ja zwei getrennte Personen. Er betet ja auch zum Vater. Wie macht das Sinn? Er betet zum Vater, weil die ganze Zeit sind die beiden zusammen. Ihr müsst euch vorstellen, Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist sind in Ewigkeit zusammen. Die verbringen die gesamte Zeit miteinander. Warum sollte Gott Jesus, wenn er die ganze Zeit beim Vater war und mit seinem Vater geredet hat, auf einmal nicht nur mit dem Vater reden? Gebet ist nichts anderes, als mit dem Vater zu reden. Macht absolut Sinn. Wie kann Jesus sagen, ich bin in euch, ich bin im Vater, hätten wir dann nicht 14 Götter oder eine Milliarde Götter, weil jeder Christ wäre dann ja ein Gott. Nein, natürlich nicht. Was sagt das? Jesus ist im Vater, er ist eins mit dem Vater. Und dann haben wir etwas, ich habe ein Video gesehen von Hamdi, wo es darum geht, dass er in 14 bis 16 in Johannes, sagen Muslime gerne, dass dort Mohammed angekündigt wird. Also wirklich angekündigt wird, ist der Heilige Geist, der Parakletos, der Beistand. Und dort hören wir, dass der Parakletos, der Heilige Geist, in uns lebt. So, das heißt, genau das passiert. Jesus sagt, es ist besser für euch, wenn ich zum Vater gehe, weil, wenn ich wiederkomme, wenn ich weg bin, sende ich euch diesen Beistand. Und dieser Beistand lebt in euch. Und das ist, was er meint. Gott, jeder, der Jesus annimmt, das ist ein Retter, der sagt, ich glaube an Gott, bekommt ein neues Herz, bekommt ein neues Leben, sagt die Bibel, wird neu geboren und dann lebt der Heilige Geist in ihm. Das heißt nicht, dass ich eins damit Gott bin, aber ich habe Gott in mir. Gott hilft mir zu leben. Macht übrigens dann keinen Sinn, wenn das Mohammed ist, weil wie kann Mohammed in uns leben? Ich glaube nicht, dass Muslime in sich einen Kern haben. Das wäre respektlos jetzt für mich. Ich habe großen Respekt auch vor Mohammed, ein sehr, sehr bemühter Mann. Der Vater ist größer als ich, also kann Jesus nicht Gott sein, habe ich gehört. Der Vater ist größer als ich heißt nicht, dass Jesus nicht Gott ist. Was heißt das? Größer heißt nicht immer besser oder sonst etwas. Größer kann auch sein, er macht jetzt gerade was Höheres als ich. Wo ist der Vater zu dem Zeitpunkt? Der Vater ist im Himmel. Jesus hat die Herrlichkeit Gottes abgelegt, lesen in Philipper 2, damit er auf die Erde hinunterkommt und für uns quasi das tun kann. Wenn hätte Jesus wie Gott geleuchtet, wir könnten Gott nicht sehen. Lesen wir in Deuteronomium, sagt Hamdi selbst. Jesus hat diese Herrlichkeit Gottes kurz abgelegt. Deswegen ist in diesem Zeitpunkt der Vater kurzfristig höher.
als der Sohn. Jetzt, gerade in dem Moment, hat sich der Sohn erneuert. So. Aber er kommt zurück in der Herrlichkeit Gottes. Und dann ist natürlich der Vater nicht mehr höher. Auch jetzt ist der Vater nicht mehr höher, weil Jesus jetzt im Himmel ist. Was haben wir noch gehört? Wir haben gehört, wenn jemand rein sein will, dann darf er nicht von einer Frau geboren sein. Und Jesus ist von einer Frau geboren. Hiob 25. Ja, natürlich. Aber Jesus ist ja ein Kind, ja, das Kind. Und wir haben den Sohn. Der Sohn ist nicht entstanden oder geboren. Und Jesus hat dieselbe Natur getragen wie wir, aber er hat nicht gesündigt. Das ist ja der Grund, warum Jesus das für uns tragen kann. Und als allerletzte Ding möchte ich auch den Hamdi kurz herausfordern. Wir haben nicht erklärt bekommen, wie kann Jesus die Herrlichkeit Gottes haben? Als Rasulallah. Wie kann Jesus, was haben wir noch nicht erklärt bekommen? Wie kann Jesus der gute Hirte sein? Wenn im Alten das sein, ja, Juden glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Juden glauben nicht, dass der Messias Gott ist. Aber sowohl der Koran als auch die Bibel bestätigen, dass die Juden sich von Gott abgekehrt haben. Nur weil die Juden heute das nicht glauben, heißt das nicht, dass es nicht richtig ist. Wir müssen bei dem gehen, was Gott offenbart hat. Mohammed sagt das immer wieder im Koran. Geht mit dem, was Gott in seinen Schriften offenbart hat. Und in seinen Schriften hat er offenbart, dass Gott wiederkommt, dass Gott runterkommt auf die Erde. Und in seinen Schriften hat er offenbart, dass Jesus ganz eindeutig für sich in Anspruch nimmt, mit dem Vater gleich zu sein. Danke. Vielen Dank, Gernot. Die 10 Minuten sind um. Okay, der zweite Part der Debatte oder zu unserem Bruder haben wir das umbenannt, oder? Dialog. Dialog. Der zweite Part ist auch zu Ende. Die Argumente sind mit Gegenargumenten eingegangen worden. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele Punkte abgedeckt bezüglich dieser Thematik. War Jesus Gott oder Prophet? Und jetzt würde ich natürlich alle Zuschauer hier im Raum ersuchen, oder ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Redner bezüglich der Thematik, ich bitte euch auch bitte im Rahmen der Thematik zu bleiben. Das wird folgendermaßen ablaufen. Jeder, der eine Frage hat, bitte ich aufzuzeigen. Ich werde die Person auswählen und er soll bitte erwähnen, an wen die Frage spezifisch geht. Und ich werde dann die Frage an die Redner weiterleiten. Und gleichzeitig wird auch auf die andere Seite die Frage quasi, kann die andere Seite auch darauf eingehen im Rahmen eines Kommentars oder sonstiges, eine Anmerkung etc. Bitte sehr, wer hat eine Frage? Und nehmen wir die Gäste hier, bitte Bernhard. An wen geht die Frage? An den Hamdi. Okay, bitte. Meine Frage ist, also wir sind ja uns einig aus wissenschaftlichen Fakten, dass ein Mann, du, ich, wir alle hier, X- und Y-Chromosomen haben, ne? Genetik. Oder X, XY, ne? Ja. Okay. Wir sagen beide, Jesus wurde jungfräulich geboren von der Jungfrau Maria. Das heißt, das X-Chromosom hatte er von der Frau. Jesus war ein Mann, das sagen du und ich gleich. Von wem hatte er das Y-Chromosom? Super. Von wem hatte Jesus das Y-Chromosom? Und wenn ihr sagt, es war ein Wunder, oder derjenige, der aus menschlicher Sicht das Y-Chromosom spendet, ist der Mann, ist somit der Vater. Ja. Wie könnt ihr dann sagen, Jesus ist nicht der Sohn des Vaters, wenn sozusagen Gott durch ein Wunder das Y-Chromosom geschenkt hat? Und das würde Gernots These oder unsere christliche These bestätigen, dass Jesus X-Chromosom vollkommen Mensch ist, Y-Chromosom vollkommen Gott. Wie erklärst du das? Ganz einfach. Das ist so große Philosophie, aber Antwort ganz einfach. Die Frage ist, Adam ist auch ein Mensch. Von wem hat er? Ja, noch einmal. Adam ist auch ein Mann. Von woher? Gott hat ihn erschaffen, genau wie Jesus. Wenn Allah entscheidet etwas, dann sagt sei und du bist. Ganz einfach. Das ist meine Antwort. Das heißt, wenn Gott will etwas, hat er erschaffen Adam von nichts, dann hat er erschaffen Eva von Adam, dann hat uns erschaffen von Mutter und Vater und zeigt uns, wie Allah ist allmächtig, er schafft einen Mann ohne Vater von Maria a.s. Ganz einfach. Allah und somit ist er nicht Vater. Das heißt, er ist erschöpfer. Er ist ein Geschöpfer. Er ist erschaffen von Gott. Gott sagt zu ihm, sei und er ist. Steht im Koran. Das ist meine Antwort. Ich hoffe, dass ich dir geantwortet habe.
Gernot, möchtest du noch etwas hinzufügen zu dieser Antwort oder Frage? Ja, für mich ist ganz wichtig, einfach zu sehen, dass Jesus ewig ist. Das heißt, er hat die Macht, jede Natur anzunehmen natürlich, aber klar ist es bei den beiden Standpunkten. Ja, alles klar. Noch weitere Fragen, bitte sehr. Ja, ich hätte eine Frage gerichtet an unseren geehrten Gast. Es geht nämlich darum, dass Sie vorhin erwähnt haben in Ihrer Präsentation, dass Gott uns quasi alle liebt. Sie haben auch ein paar Namen erwähnt. Meine Frage an Sie speziell ist, wie kann Jesus uns lieben, beziehungsweise Gott uns lieben, weil er doch selber im Lukas-Evangelium sagt, im Kapitel 12, Vers 49 bis 51, Sie können es auch gerne aufschlagen, wo er sagt, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, denn es brennte schon. Und weiteres sagt er dann, meint ihr, dass ich hergekommen bin, um Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage aber nein, sondern Zwietracht. Wie sind diese zwei Passagen? Ich kann auch noch mal ganz kurz die exakten Verse, die du zitiert hast, damit ich es nachlesen kann. Kontext. Lukas 12, ja. Vers 49 bis 51. Okay. Und meine Frage wäre jetzt, wie ist Ihre Aussage mit diesen Versen zu vereinbaren? Wir müssen bei Jesus aufpassen, dass Jesus ja zweimal kommt. Das heißt, Jesus ist gekommen aus Grund seiner Liebe, um uns zu retten. Jeden Einzelnen zu retten, hat seine Liebe bewiesen am Kreuz. Was Jesus hier spricht, weil er sagt, das ist noch nicht passiert, ist, Jesus kommt hier wieder. Jesus kommt wieder, um die Erde zu richten. Und dann kommt er mit Feuer. Das heißt, wir haben bis dahin Zeit. Das heißt, Petrus schreibt zum Beispiel, Gott ist nicht langsam mit dem Versprechen, dass Jesus wiederkommt, sondern er gibt jedem von uns Zeit, umzukehren. Aber er warnt uns natürlich auch, und auch Mohammed warnt uns immer wieder, wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht glauben, dann kommen wir in die Hölle. So ist der eine Teil mit dem Feuer zu verstehen. Warum sagt Jesus, er ist gekommen, Zwietracht zu bringen? Wir sehen das auf der ganzen Welt, dass nicht Jesus die Zwietracht gebracht hat, aber die Tatsache, dass Leute zu Jesus sich bekehren, sorgt oft für Streit in Familien. Ich persönlich bin Baptist, das heißt, ich glaube auf das persönliche Bekenntnis, dass jemand glaubt. Das heißt, jeder muss sich persönlich entscheiden, dass er glaubt. Du kannst nicht als Kind getauft werden und diesen Glauben von deinen Eltern mitbekommen, sondern du musst selbst dich für deinen Glauben entscheiden. Und immer wieder zerstören sich dadurch Familien, weil Leute sagen, ich muss Gott nachfolgen, ich selber erlebe den Muslimen. Wenn aus einer Familie, von einer FPÖ-Wählerfamilie, jemand sagen würde, die Schahada, und sagen würde, er ist Muslim, was wäre dann passiert? Die Familie wäre zerbrochen. Dasselbe passiert auch mit Christen immer wieder. Wenn sich heute Christen in Saudi-Arabien bekehren, wenn sich heute Christen bekehren in Nordkorea, wo auch immer, und Christen verfolgt werden, dann passiert genau das. Diese Leute werden von ihren Familien verstoßen und verfolgt. Aber wir haben immer das Versprechen, Jesus liebt uns. Und Jesus ist bereit, uns zu retten, wenn wir unsere Hand zu ihm ausstrecken. Aber warum sagt Jesus nicht, wegen mir werdet ihr in Zwietracht geraten, sondern ich werde in Zwietracht? Weil die Tatsache, dass Jesus diese Botschaft gebracht hat vom Kreuz, so anders ist als alle Religionen. Jede Religion sagt, tue dies und das. Ich habe mit Buddhisten diskutiert, ich meine in Myanmar mit Buddhisten, ich habe diskutiert mit Muslimen auf der Straße, ich habe heute die gute Sache mit Hamdi zu reden. Der ein großartiger Redenspartner ist. Und jede Religion sagt, das sind die Regeln, die musst du erfüllen. Und diese Regeln sehen relativ ähnlich aus. Okay, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, Muslime sagen, du sollst nicht Alkohol trinken, auch die Bibel sagt, das wäre nicht gut, wenn du betrunken bist, auch Buddhisten glauben, du sollst keinen Alkohol trinken, das ist das überall Regeln. Aber die Glaube an Jesus ist so etwas, sag ich mal, anderes, weil Jesus sagt zu dir, du bist aus Gnade errettet und mach dich zu einem neuen Menschen. Und Jesus sagt zum Beispiel, sie haben mich verfolgt, sie werden euch genauso verfolgen. Diese Zwietracht bringt er uns. Wir werden verfolgt, wenn jeder Christ muss sich darauf einstellen, dass Leute ihn hassen werden. Ich glaube, wenn Sertac auf die Uni geht und als Muslim dorthin geht, dann fällt er auch dort nieder. Auch die Muslime bekommen sehr, sehr viel Hass in Österreich von Leuten auf der Straße. Und genau dasselbe ist das, Leute in einer Gesellschaft von Atheismus. Wenn du sagst, es gibt nur eine Wahrheit, es gibt nur einen Gott, du hast diesen einen Glauben, dann wirst du Hass bekommen. Nicht, weil Jesus schuld an dem Hass ist, aber weil der Glaube an ihn eine Zwietracht bringen wird. Haben die Menschen was sagen? Ja, die Frage ist richtig und die Antwort ist auch
teilrichtig. Warum? Weil stimmt, der Herr redet von der Nächste, zweite Mal, wenn er kommt. Der Herr Zerling hat gesagt, er liebt euch alle. Stimmt, er liebt uns alle, das ist schön. Aber trotzdem, Jesus wird sein Land nur, weil er nächste Mal kommt. Das heißt, er wird schlachten, auch die Menschen ja, in Offenbarung. Das glaube ich 9, 11, ich weiß nicht. Offenbarung ist, er wird sein Gewand, richtige Blut. Warum? Weil er wird richtig die Leute kämpfen und töten. Also das heißt, er liebt nicht alle. Tut mir leid, ja? Weil ich liebe, dann liebe ich euch, dann wird euch nichts tun. Aber wenn nicht, weil für heute liebe ich euch und morgen, wenn ich zurückkomme, dann mache ich euch fertig. Das ist meine... Tut mir leid. Ich meine, grundsätzlich ist es so, die Redner haben auch nicht die Pflicht, auf diese Fragen einzugehen. Und alles, was im Rahmen dieser Debatte geschieht, ist auch nicht persönlich zu nehmen. Also wenn jemand sich angegriffen fühlt, bitte so sachlich wie möglich aufnehmen. Gibt es eine Frage noch? Ja, es gibt bestimmt noch. Okay, weil das frage ich dann. Okay. Bitte sehr. Wen geht die Frage? Die Frage geht an Gernot und zwar... Du hast vorher erwähnt, das Christentum hat etwas ganz anderes gebracht. Oder du hast gesagt, Jesus hat eine ganz andere Religion gebracht als alle anderen. Wieso ist das so? Wieso hat er eine andere Religion als Moses, Noah und die früheren Propheten gebracht? Welchen Sinn hat das? Er hat dieselbe Botschaft gebracht wie Noah, wie Mose und wie die anderen Propheten aus dem Alten Testament. Die Botschaft der biblischen Propheten, sagen wir mal so, ist radikal anders, nämlich dass wir aus Glaube errettet sind. Allein aus dem Glauben errettet sind und nicht durch unsere Werke. Wenn Hamdi zum Beispiel sagt, im Koran steht zum Beispiel, Allah liebt die Gläubigen und Allah liebt nicht die Ungläubigen. Das heißt, du kannst messen, okay, du zum Beispiel kannst im Koran abchecken und sagen für dich, okay, du trinkst keinen Alkohol, du fastest im Ramadan, du machst all diese braven Dinge für Gott. Du kannst das für dich prüfen. Aber Gott sagt, ich mache etwas anderes. Haben wir gesagt, Jesus liebt nicht, weil er hat gesagt, sein Kleid wird voll mit Blut sein, wenn er wiederkommt. Der Unterschied ist der, im christlichen Glauben müssen wir es nicht aus unserer eigenen Kraft machen. Im christlichen Glauben sage ich, ich gehe auf meine Knie und sage, Gott, du bist Herr, du bist Gott, ich gebe dir mein Leben. Und was Gott dann macht, ist, er lässt uns nicht alleine damit und sagt, okay, und jetzt tust du diese Sachen. Sondern Gott sagt in Ezekiel 36, er reißt unser altes Herz raus, gibt uns ein neues Herz. Das ist nicht buchstäblich gemeint, nicht ein Herztransplantat, aber er gibt uns ein neues Herz und dieses neue Herz will nicht mehr sündigen. Dieses neue Herz will Gottes Gebote befolgen, aber nicht aus der eigenen Kraft, sondern weil du den Heiligen Geist kriegst, weil so wie Jesus in Johannes 3 sagt, weil du neu geboren wirst und diese Sachen befolgen möchtest. Aber das heißt, das ist der große Unterschied. Ja, selbst wenn ich etwas Gutes tue, wenn ich zum Beispiel sage, ich liebe meine muslimischen Freunde, ich habe großen Respekt für ihn, dann sage ich nicht, weil ich ein guter Mensch bin, ich kann mir selbst auf die Brust klopfen, sondern ich sage, allein Gott dir die Ehre, du hast mir dieses neue Leben gegeben, ich habe keinen Hass in meinem Herzen, ich habe Liebe für meine Mitmenschen im Herzen, dank dir Gott. Das ist der Unterschied. Macht das Antwort Sinn? Ich würde das gerne zurück auf meine Frage. Ja. Ich habe eigentlich gemeint, dass Gottes Bild wurde verändert. Wir haben gehört, Moses, Abraham und die anderen Propheten, die haben nie gesagt, dass Gott dieses Verhältnis zwischen Vater und Sohn hat. Das sehen wir nicht im Alten Testament und bei den anderen Propheten. Wieso kommt Jesus jetzt mit einem neuen Gottesbild? Wir haben das auch im Alten Testament, wir haben Chesed, heißt das Wort im Hebräischen. Chesed ist ein Wort, das können wir nicht ganz ins Deutsche fassen, das spricht von einer unendlichen, quasi ewigen Liebe. Und Gott sagt öfter, das Wort Chesed kommt im Alten Testament öfter vor als im Neuen Testament. Das heißt, diese Beziehung, diese Liebesbeziehung, Vater-Sohn, also Vater zu seinem Volk, haben wir auch dort, er sagt das mehrfach, ich war wie ein Vater zu euch. Ezekiel steht das, in Daniel steht das, in Jesaja steht das, in Jeremia steht das, in Jeremia steht sogar, wie eine Mutter, die ihre Küken sammelt. Das heißt, diese Beziehung Vater zu seinem Volk haben wir auch im Alten Testament. Nur der Unterschied ist folgender, dass wenn wir meine Position annehmen, nämlich dass Jesus Gott ist, dann haben wir einen ganz großen Unterschied. Nämlich im Alten Testament haben wir dieselbe Situation, wie wir im Koran haben.
dass Propheten von Gott eine Offenbarung bekommen und sprechen. Im Neuen Testament spricht Gott selbst, wenn das wahr ist, was ich sage. Und damit haben wir natürlich eine ganz andere Detailgenauigkeit, eine ganz andere Intensität, eine ganz andere Direktheit. Weil du nicht sagst, so spricht der Herr, sondern Jesus sagt, so ist es. Hilft dir das als Antwort? Habe ich das beantwortet? Nein, eigentlich nicht, weil die Frage ist, im Alten Testament, Gott ist im Himmel und das Wasser, Gott ist über alles erhaben, er ist der Ewige, er ist der Allmächtige. Mhm. Die Christen haben jetzt ein vollkommen anderes Gottesbild, dass Gott einen Sohn hat, dass er sich kreuzigen lässt, dass er sich verprügeln lässt. Wieso ist das auf einmal anders? Nach zehntausenden Jahren gab es dieses seine Gottesbild und dann kommt Paulus. Ich sage Paulus, ich sage nicht, das war Jesus Markus, aber das war Paulus. Er kommt mit einem neuen Gottesbild. Wieso? Ich möchte nicht die ganze Rede zeigen, das ist aber so für eine Predigt. Ich möchte nur zwei Sachen zum Nachschlagen geben zu Hause. Lies Jesaja 53. Jesaja 53 ist exakt beschrieben, was im Kreuz passiert. Exakt. Dass Gott runterkommt für die Menschen und dort für uns leiden wird. Und Jesaja 53 ist 800 Jahre vor Jesus geschrieben. Das heißt, wer schon vorher? 700. 700 bis 800 kann man nicht so genau datieren. Und wenn du im Buch Richter zum Beispiel liest, das wäre jetzt zu komplex für unsere Debatte, in Kapitel 6 kommt Gott selber runter. Und auch in Deuteronomium redet Mose mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Als Christen sagen wir, dass das Jesus war. Dass Jesus quasi schon vorher runtergekommen ist, als Engel quasi. Aber das heißt, du findest dieselben Sachen. Alles, was ich sage, alle die Argumente, die ich heute gemacht habe, könnt ihr auch aus dem Alten Testament bringen. Jesus, wir haben nichts Neues erfunden, die Christen, was nicht im Alten Testament ist. Okay, vielen Dank. Zinnig, muss ich widersprechen. Ja, das selber widerspricht sich. Moses hat nicht gesprochen, Gott, Gesicht zu Gesicht. Weil im Alten Testament sagt der Gott, er sieht mich nicht. Keiner sieht mich und bleibt am Leben. Keiner sieht mich und bleibt am Leben. Da auf einmal Moses, das ist ein Widerspruch, Moses redet mit Gott Gesicht zu Gesicht. Das heißt Widerspruch. Da gibt es auch, glaube ich, David oder ich weiß nicht wer, hat gesagt, ich habe Gott gesehen und ich bin am Leben. Das heißt, pass auf, Gott hat gesagt im Alten Testament, dass keiner sieht mich und bleibt am Leben, aber ich habe Gott gesehen, ho, dran, und schreit so auf der Straße, ich habe Gott gesehen, ich bin am Leben. Also dann ist der Widerspruch. Ja. Aber was betrifft die Frage von der Bruder, das stimmt, es ist eine ganz andere Dimension. Die Juden glauben, tust du was Gutes, kommst du in den Himmel. Ja, tust du was Gutes. Die Christen sagen, nein, Jesus gestorben für die Sünde. Und die Muslime sagen, nein, bring Volltaten, kommst du in den Himmel. Und wie du gesagt hast, das stimmt, das hat Paulus das erfunden, was mit dem Sterben für Sünde, Jesus gestorben für Sünde und so. Der Paulus widerspricht sich selber und das ist ein sehr gefährliches Thema, wenn ich darf reden. Ne? Auf die Antwort, ja. In Apostelgeschichte, deswegen, du hast gesagt, dass die Christen haben eine neue Dimension, Apostelgeschichte, Paulus wird gefragt, von wem? Von den drei Jüngern von Jesus, Petrus, Jakob und Johannes. Die drei Jüngern von Jesus. Sagst du, wir haben gehört, dass du lernst von den Heiden. Dass die so ein Abfallen von Moses Gesetze, weil Jesus Matthäus 5 sagt, ich bin nicht gekommen, dein Gesetz zu verändern, sonst zu erfüllen. Und warum lehrst du anderen Menschen was anderes? Paulus hat keine Antwort gegeben. Hat zu ihm gesagt, dass du uns zeigst, dass du nicht Neues lernst, wie du gesagt hast. Neues lernst. Da sind vier Leute, nimm den und geh schlachte ein Tier ungefähr für deine Sünde. Und Paulus, er nimmt diese vier und hat geschlachtet. Wenn Paulus glaubt, dass Jesus gestorben für Sünde, warum tut er das? Hat geschlachtet eine Tiere für seine Sünde. Das heißt, der Paulus predigt was draußen, was ganz anderes. Und wenn es bei den Juden, hat was anderes gepredigt, dann mein Kollege Zirin kann sagen, ja, Paulus sagt, ich bin bei den Heiden, ich bin Heide, bei den Juden, ich bin Jude. Aber das bestätigt, dass Paulus lehrt was anderes. Jesus sagte, Gesetz halten, wie die Muslime. Keine Buchstaben des Gesetzes geht. Paulus sagte, in Galater, Epheser, Kapitel 2, Vers 14, 15, und die ist gekommen und das Gesetz abschaffen. Also hier, Paulus hat eine ganz neue Dimension gebracht. Jesus sagte, Gesetz halten, Muslime auch, Juden auch,
und Paulus etwas ganz anderes. Okay, vielen Dank für die Antwort. Haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Bitte sehr. So viel verstanden habe vorher, haben Sie gesagt, also, dass Gott direkt also, über Jesus zu uns die Botschaft überbracht hat. Warum hat der Jesus dann nicht gesagt, betet mich an? Also wir sehen ja in Thomas, Johannes 20, Vers 28, dass Thomas Jesus anbetet. Wir sehen in, ich glaube, Markus, ich weiß nicht genau, 7 oder so, am Schiff, ja. Am Schiff wird Jesus angebetet. Und wir haben auch die Frau, die geheilt wird, von betet Jesus an. Alle drei Male weist Jesus die Leute nicht zurecht, sondern nimmt das Angebet an. Und wir haben, wenn ich bleibe direkt nur in den Evangelien, wenn ich jetzt raus aus den Evangelien gehen würde, in die Offenbarung zum Beispiel des Johannes, dort steht alle beten das Lamm Gottes an. Das Lamm Gottes ist Jesus Christus. Das heißt, Jesus nimmt durchaus Gebet an. Das ist, würde ich schon sagen, dass Jesus angebetet wird. Von Johannes? Das ist ja hart, das ist schwer. Bitte sehr. Diese, was erwähnt, Herr Zinnig, von Johannes. Und Thomas betet Jesus. Ich muss den Kontext betrachten. Jesus ist zurück nach dem angeblich gekreuzigt. Erschienen zu den Jungen in diesem Zimmer. Markus sagte, die waren 11. Johannes, passt auf. Lukas sagte, deutlich, 11. Raymond Brown sagte, Johannes hat Thomas von den Spielen raus. Warum? Weil die waren verzweifelt, ob Jesus überhaupt aufgestanden. Dann hat ihn raus von den Spielen. Jesus erschien zu 10 und hat gewartet, bis, dann haben wir ihm gesagt, hey, Jesus war her, pass auf. Dann hat er gesagt, ich muss sehen mit meinen Augen und sehen mit meinen Fingern und ich schaue, ob das wegen der Nagel in seiner Hand, glaube ich nicht. Wenn Jesus ist gekommen, in das Raum und Thomas dort, dann hat ihm angesprochen, da bin ich da, glaubst du nicht? Dann Thomas, der Doubting Thomas, der verzweifelte Thomas, sagt, oh mein Herr, mein Gott. Das heißt nicht, oh du bist mein Herr, mein Gott. Nein, sagt, oh mein Herr, mein Gott, wie dumm war ich? Ungefähr. Das heißt hier, aber sogar die Gipskiste Gelehrte, die verneinen das. Die sagen, das stimmt gar nicht. Johannes hat das absichtlich weggetan, dann Rolle von Matthäus, von Thomas, und dann hat ihn wiedergebracht in Szene, das zeigt, die Zweiflung ist weg. Aber die Frage ist, die Erscheinung von Jesus nach dem Aufstand, das ist ein ganz anderes Thema. Er sagte, das erschien, Paulus sagte klar, für 12 Jünger. Falsch. Warum? Weil der Jude hat ihn verkauft und Jude ist schon gestorben. Das heißt, der Paulus ist falsch. Dann Lukas sagt 11. Erschienen, der Zimmer waren 11. Johannes kommt und sagt, nein, 10. 11 minus Thomas, kannst rechnen. Ist 10. Und warum haben die das denn? Aber mit dem, du hast erwähnt noch mit dem Gebet, wer hat ihn noch angebetet? Genau, Aschiv. Die Jungen schmeißen die Netze und die warten auf den Fisch und so. Und Jesus von weit weg, kommt das am Wasser. Ja? Mhm. Am Wasser. Das ist die Entwicklung der Themen, wieder habe ich euch gesagt. Jesus, wenn es gekommen am Wasser, in Lukas, in Markus haben die nicht gebetet. In Markus haben sie davon verzweifelt, boah, wie kann er das tun? In Johannes, in Matthäus, genau die gleiche Geschichte. Jesus kommt aus dem Wasser und sind die Jungen, die kennen sich gut aus. Und Petrus läuft zu ihm und da war ein bisschen Gewitter. Er taucht und Jesus nimmt ihn rauf und kommt, warum bist du nicht gläubig, starke Gläubig? Und dann haben die ihm angebetet. Aber die gleiche Geschichte in Markus mit dem Schiff um Wasser geht, da wird nicht erwähnt, dass sie haben ihn gebetet. Also hat Matthäus das entwickelt, wie ich euch gesagt habe. Okay. Wir haben zu viel zu sagen. Ich möchte das vorgeben mit Andi. Und zwar, du hast gesagt, Paulus hat das falsch, weil er 12, dann haben wir 2x11 und dann haben wir 1x10. Ja. Paulus hat deswegen 12, weil wir sehen, dass nach dem Judas weg ist, wird Matthias erwählt und wir haben dann wieder 12. Deswegen ist allen 12 erschienen, deswegen auch 11 und deswegen fehlt Thomas. Das heißt, das passt zusammen, weil du musst Matthias dazu rechnen. Ja, Matthias, dann sind 12. Nein. Matthias erscheint der 11. Markus erscheint der 11 und bei Johannes steht nicht 10, meines Wissens nach, bei Johannes. Steht nicht, aber bei Johannes minus 1 ist es. Ja, aber es sind 12 minus 1, also sind es wieder 11. Also Matthäus 11, Markus 11, Matthäus 12 minus 1, Johannes 12 minus 1 und Paulus hat dann recht mit 12, weil insgesamt ist er 12 verschieden. Er sagt nicht, er ist 11 verschieden und dann noch einer. Paulus fasst das in 1. Korinther 15 zusammen. Ja, also das macht mathematisch Sinn.
Ja. Das passt schon. Okay, haben wir sonst noch Fragen und vielleicht kommen wir zum Ende zu. Nehmen wir noch den Bernhard, bitte sehr. Danke. Hamdi, du hast ja gesagt, dass der Gernot dich nicht überzeugt hat davon, dass Jesus Gott ist. Ne? Jesus steht nicht, ich bin Gott und betet mich an. Ne? Ja. Diese Anbetenfrage haben wir jetzt schon lange genug, glaube ich, durchgekaut. Ja, ja. Aber die erste Frage ist Jesus Gott. In Johannes 8, 58 heißt es, wo Jesus sagt, bevor Abraham war, ich bin. Ja. Sagt Jesus, I am, ne? Ja. Ich bin. Und das hat der Gernot zwar auch erwähnt, von einer anderen Stelle, aber in Moses, wo Gott Moses durch den Dornbusch erscheint, sagt, fragt Moses, wer bist du? Und der Dornbusch, Gott spricht, ich bin der, ich bin da, ich bin. Und Jesus nimmt diesen Namen an, also das überzeugt dir nicht, dass Jesus diesen Gottesanspruch annimmt, das überzeugt dich nicht. Nein, schau, aber warum? Weil es ganz einfach. Moses sagt zum Gott, Gott sagt, du musst gehen und verkünde Botschaft. Ja, geh zum Pharao und sag. Mose sagte, wem soll ich sagen? Wer hat mir geschickt? Jesus sagte, Gott sagt zu ihm, ich bin, wer ich bin. Aya, muataya. Geh, mach deinen Job. Frag nicht, wer bin ich. Sag ihm, geh und mach. Brauch nicht fragen. Jesus sagte, vor Abraham, I am. Ich bin. Ja? Die Frage, ich frage dich jetzt. Wie war er vor Abraham? Beim Gott. Ewig. Ja. Aber wie war er? Du warst auch dort. Ich auch dort. Der Zerling und Zatash waren dort. Wo? Wir wissen wo. Das heißt ja nicht, er war mit Gott, sitzt auf einem Stuhl, Gaudi mit Gott, wie geht's, was macht man jetzt? Ja, erschafft man mit. Nein. Ja, nein. Das heißt, im Plan von Gott, Gott hat das sogar jetzt, er weiß vor tausend von Milliarden von Jahren, dass du wirst mir genau diese Frage. Also, Jesus war, stimmt, vor Abraham. Wo? In Gottes Plan. Versteht? Das ist meine Erklärung, aber das kannst du akzeptieren, kannst du wegschmeißen, wie du willst. Okay. Aber es ist akzeptiert. Die Erklärung passt deswegen nicht, Handel. Weil du sehr viel weißt, was alles ist. Du hast ja gesagt, mehrfach haben wir diesen Widersprüche, oder mir passt das, weil das ist Jesus, der erscheint. Auch Abraham sagt dem Gott, es ist dem erschienen. Abraham. Ja, Ibrahim sagt, Gott ist im Erschienen. Das heißt, wenn Jesus sagt, vor Abraham, ego eimi, ich bin, dann sagt er genau, der Abraham erschienen ist, das bin ich. Nicht in Gedanken, sondern Jesus ist Abraham erschienen, ist Ibrahim erschienen. Das heißt, von dem her wäre das direkt eine Referenz in Genesis hinein. Meiner Meinung nach. Und wir haben dasselbe auch, wenn Jesus verhaftet wird. Wenn sie sagen, wer ist von euch der Christus? Sagt er, ego eimi. Und er sagt nicht, ich bin, so wie wenn du sagen würdest, Polizei kommt zu dir und sagt, Hamdi, wer ist Hamdi? Und du sagst, ich bin Hamdi, sondern die Leute fallen um. Warum fallen die Leute um? Weil sie erkennen Gott. Nein, das ist auch nicht. Ich habe keine andere Meinung. Das ist nur Johannes. Johannes, aber in Matthäus und Lukas und so, er muss ihm eine Bussi geben, das ihm zu verraten. Ja, aber in Johannes präsentiert uns Jesus alles, ja, der Lamm Gottes. Er ist gekommen, um zu sterben. Dann haben wir gefragt, wo es hieß, ich bin hier. So, macht, was ihr wollt. In Lukas, wenn du liest, 24, Jesus vorbereitet sich auf einen Kampf gegen die Juden sogar. Wer hat kein Schwert, also seinen Kampf verkaufen, Schwert kaufen. Und Thomas sagt ihm, Herr, wir haben zwei Schwerter hier. Warum Schwert? Zum Balanzschädel? Nein, zum Kämpfen. Dann ist mit deinem Geld in Gethsemane gegangen, hat gesagt, du bleibst hier und du bleibst hier. Passt auf. Die Juden waren schlau, sind zu Jesus gekommen mit den Römersoldaten. Was sind gekommen, dann Jesus hat gesagt, gib dein Schwert runter. Aber Jesus hat gebetet. Gott, helf mir und so. Aber Johannes, das sind etwas anderes. Ego, ähnlich. Aber das ist ein anderes. Ja. Wir werden das auch mal diskutieren, Handy. Ja, das wird diskutieren. Folgendes. Erstens einmal, wir müssen unterscheiden, was ich vorhin erklärt habe, dass Jesus, also nicht der Vater ist. Das heißt, Jesus spricht mit seinem Vater. Die beiden stimmen sich ab. Du hast gesagt, es war kein Problem. Also Jesus wusste, dass er das tut. Das war der Grund, warum er kommt. Jesaja 700 Jahre vorher prophezeit das schon. Aber natürlich ist das furchtbar. Also was wir als, wenn wir sagen, und Jesus ist für deine Sünden gestorben, so ganz einfach, das ist furchtbar, was da passiert ist. Die Kreuzigung ist die furchtbarste Todesart, die ein Mensch sterben kann. Nägel durch beide Hände, Nägel in die Füße. Und du stirbst aber nicht an den Nägeln, du stirbst am Ertrinken, weil dieses Blut hochwandert in deine Lunge. Furchtbarste Todesart. Jesus hat Blut geschwitzt sogar.
bin 100% bei dir. Ich meine, Jesus war ja Mensch und Gott gleichzeitig. Das heißt, er hat natürlich wollte er das nicht. Weißt du, was ich meine? Jesus, Gott wäre lieber gewesen, wenn er sich Zeit hat, aber er war bereit, es für uns zu tun. Was uns diese Stelle zeigt, ist nicht, dass Jesus nicht Gott ist, weil Jesus, oder dass Jesus das nicht machen wollte, sondern was diese Stelle uns zeigt, ist, wenn Christen zum Beispiel anfangen, dieses Thema so wie eine Kleinigkeit zu behandeln. Also da haben die zitiert gerne liberale Theologen, die Bibel so ein bisschen... Nein, no, Brustmetzger ist es. Ja, Brustmetzger ist okay. Aber was liberale Theologen sagen auch, na, vielleicht ist das nur eine Metapher oder so etwas. Ganz, ja, ganz, ganz ultraliberale Theologen. Ja. Und wenn wir diese Stelle ansehen, die du zitierst, dann sehen wir, das ist fast eine Beleidigung für Gott, das ist eine fast Gotteslästerung zu sagen, das war eine Kleinigkeit, oder nur eine Kleinigkeit. Weil das ist das Größte, das Wertvollste, was man tun kann. Deswegen hat natürlich Jesus gelitten, aber er hat es für uns trotzdem freiwillig gemacht. So wie zum Beispiel, haben wir das Kinder, oder? Ich habe auch Kinder. Wenn ich für meine Kinder etwas tun muss, und wir sind Gottes Kinder, was oft mir vielleicht Schmerzen bereitet, was vielleicht furchtbar ist. Stell dir vor, mein Kind wäre angebunden an einen Zugschienen von irgendeinem Entführer. Und ich springe hin und sterbe für mein Kind. Und damit mein Kind gerettet wird und ich bin dann dort, mache ich das auch freiwillig. Aber ich bin bereit, das zu machen, weil mir mein Kind wertvoller ist. Dasselbe ist mit Jesus seiner Liebe. Weil Jesus, du persönlich, wertvoller bist und haben wir uns, ja, schon wir alle, ist er bereit, für uns zu sterben. Für seine Länder aus dem zu lassen. Das ist gut, was Sie gesagt haben, und Sie widersprechen sich selber. Gott ist ein Mächtiger, aber auch nicht sich selber. Du, wie du gesagt hast, eine Dieb oder so entführt meine Kinder, ich bin Gott. Sag dann die, weg damit. Das ist der Gott. Er braucht nicht Jesus umbringen, um das. Er ist Gott, er ist ein Mächtiger. Aber die Frage ist, für wem ist gestorben? Für wem diese Lösegeld bezahlt? Für Gott? Das ist wie der Teufel hat uns irgendwo gesperrt und gegen Gott, so zahlen wir was jetzt. Ja, Gott ist ein Mächtig, man sagt, sei er ist. Wenn er uns will, Gott verzeihen, dann verzeiht uns. Aber das widerspricht auch wieder im Alten Testament. Im Alten Testament zum Beispiel sagte Ezekiel, glaube ich, 18, der Vater tragt nicht die Sünde von dem Sohn. Der Sohn tragt nicht die Sünde von dem Vater. Wer sündet, wird das bezahlt, wie Islam. Aber wo ist die Rettung? Nicht Jesus gestorben für Sünde, oder? Nein, die Rettung ist dann Ezekiel 18, genau wie Islam. Aber wer sich umkehrt von der Sünde, umkehrt, wie wir jetzt, Ramadan, letzten 10 Tage, umkehrt von der Sünde und hat die Geburt, der wird am Leben bleiben. Also es gibt keiner, der Sünde, der stirbt für Sünde. Das hat der Paulus irgendwie entwickelt. Gell? Aber das ist meine Meinung, mit viel Respekt an ihn. Ich habe von dir heute viel gelernt. Aber es ist meiner Meinung, die Frage war sehr intelligent von deinem Bruder. Das stimmt, wenn Gott ist sehr mächtig, dann verzeiht uns einfach. Der braucht nicht seinen Sohn umbringen oder Gott ein Stück Blut oder ein Stück Fleisch, um seinen Sohn zu holen, um uns zu verzeihen. Da kannst du einfach so wirklich verzeihen. Okay. Dann bedanken wir uns nur recht. Haben wir noch Fragen? Nein, ich würde, darf ich was dazu sagen? Ja, bitte. Meine Antwort ist, aus katholisch-theologischer Sicht, ich weiß nicht, ob der Gernot mir dazu stimmt, vielleicht schon, weil Jesus eben zwei Naturen hat, Gott und Mensch, hat er auch zwei Willen. Er hat einen menschlichen Willen und einen göttlichen Willen. Und dieser menschliche Wille ist es, der spricht, Gott, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, weil der Mensch sozusagen dieses Kreuz einfach nicht tragen kann, nicht tragen kann. Ja, du hast das. Meine aber ich frage, meine Frage ist, Jesus gestorben auf dein Kreuz, alles Mensch oder Gott? Beides. Beides. Dein Gott stirbt, oder? Dann kann Gott sterben. Kann Gott sterben? Als Jesus Mensch schon, ja. Nein, was ist jetzt? Gestorben. Du hast gesagt, Gott stirbt für unsere Sünde. Ist gestorben. Alles Gott oder Mensch? Wann ist Mensch gestorben? Er kann nicht tragen, alles Sünde von der Welt. Wann ist Gott? Wer hat in 3 Tagen und 3 Nächte diese Welt gekümmert? Wann Gott nur seine Augen. Falls er Augen hat, wir glauben, hat heißt nicht, aber falls nur ein so machte, die Ozeane wird durcheinander, erhaltet es am Leben alles. Gott stirbt nicht. Das ist meine Meinung, ich respektiere deine Meinung. Haben die? Ich werde mal eine Art. Ich finde das sehr wichtig, aber es ist so groß, diese Frage. Ja. Ich werde sagen, das Kreuz ist ein Megathema. Wir machen dann mal eine nächste andere Debatte. Dialog, einen anderen Dialog, ja. Wie, ob Jesus gekreuzt. Ja. Okay, dann machen wir. Das ist so groß. Gehen wir zum letzten Part über, und zwar das Abschlusswort.
Ich bitte jetzt jeweils hintereinander beide Redner zum Rednerpult, um einen Abschlusswort zwischen 3 bis 5 Minuten zu geben. Okay? Ja, ich wollte nur fragen, kurz antworten wegen den Koranen. Das stimmt gar nicht mit den 4 Koranen. Wir haben nur einen Koran, was Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Aber der Bruder Zelinge hat recht, was man hört sowas. Stimmt, Uthman hat, die Koranen verbrennt. Und leider nicht, ich glaube nicht, ich vertraue ihm sehr. Aber gibt es böse Missionare, die nützen das aus, um die Muslime um Wissen an Ehre zu bringen. Das stimmt gar nicht. Koran ist offenbar, ich kann das auch lesen, ohne diese Punkte. Und die richtigen Araber können das lesen. Aber wenn der Islam hat sich angefangen zu verbreiten, wer draußen, die können das nicht lesen. Zum Beispiel in Qul huwa Allah hat Qul, 2 Punkte oben, das war keine Punkte. Ich alles Arab, ich kann das lesen, Qul. Aber anders Qil oder Qil, wie lesen wir das? Dann Uthman ibn Affan hat diese alles, die ohne Punkte und so, weggeschafft und hat die gleiche Koran, hat das mit den Punkten und alles um Laut A und das Ganze so geführt. Aber ist die gleiche Koran. Jetzt kannst du. So. Wegen die 4 Minuten oder 3 Minuten kann man ja, die heute haben schon gestartet. Na. Doch, wir haben das am Schluss. Okay, ich meine. So, das hat mir, ja, es wird, wie ich gesagt habe, ich will nicht, dass es Debatte, ich will, dass es Dialog. Ich habe wirklich viel heute gelernt von meinem Freund Zelinde. Ich bedanke mich sehr. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich bedanke mich bei meinem auch Freund in Debatte auch. Ein Dialog war auch schön mit ihm zu reden. Die Frage ist, ich bin noch nicht, und wir werden das. Weiterführen. Ich bin noch nicht bezeugt, dass Jesus Gott. Ich bin noch nicht bezeugt. Ich glaube im Koran, ist Gottes Wort. Allah sagt im Koran, Man Masih ibn Maryam illa Rasul, das ist meine letzte Botschaft. Man Masih ibn Maryam illa Rasul, dass der Messias nicht mehr alles Gesandte. Qad khalat min qablihi ar-rusul, viele Propheten sind vor ihm gegangen. Und das stimmt. Jesus sogar selber bestätigt das auf der Bibel. Und Moses auch bestätigt das. Und wie der, meine Freund Zelinde hat auch geredet von die Jesaja und so, wenn es geht um Jesus, dann sagen dann meine Freunde, die Christen sagen, dass das betrifft genau Jesus. Aber wenn ich zum Beispiel erwähne jetzt Mohammed in der Bibel, dann wird zu mir gesagt, nein, du musst den Kontext sehen und so. Das ist immer so, aber wenn wir wirklich lesen, ich habe mit einer Rabbiner vor 3 Monaten, glaube ich, geredet über Telefon. Ich habe ihn gefragt, hat er eine Sünde, bekannte Sünde. Aber Gott, bitte erklär mir jetzt, was ist mit dem 53 Jesaja? Weil sie sagen, hat sie mir gesagt, das hat mit Jesus nichts zu tun. Wir glauben Matthias, er wird kommen, aber ein normaler Prophet, weil die warten auf 3 Matthias. Ein Prophet Matthias, eine Priester Matthias und eine Nabi Matthias. Nabi, das heißt, ist ein Prophet, König oder Priester Matthias. Das 3 hat gesagt, wir warten auf den, das stimmt, aber mit der 53, das hat nichts zu tun mit Jesus. Ich habe gesagt, aber ich sehe das, dass Jesus drin hat gesagt, nein, hat nichts zu tun. Das ist seine Interpretation. Warum? Weil ich den Koran zu interpretieren, dann müssen Sie Herr Zelinde zum Beispiel sein, ein muslimischer Gelehrte. Ich kann nicht schauen, ich habe erwähnt die ganze Zeit, das hieß nicht Gott, von christlicher, richtiger, aber wirklich nicht liberalen, richtiger, gläubiger Christen, F.F. Bruce, Raymond Braun, und ich empfehle auch meinen Freund Zelinde, dass die Bücher auch so, von Raymond Braun über Johannes zum Beispiel, ist sehr, wirklich sehr wichtig. Das kannst du so runterladen, sogar, ist auch sehr. Ich bedanke mich sehr. Ich glaube, es ist schon vorbei, meine Minuten. Alles klar. Alles klar, danke, Herr Zelinde, dass Sie gekommen sind und Barakallahu fikum. Bitte sehr. Sie hat das schon ganz am Anfang gesagt, wir wollen einen Dialog haben. Wir wollen gemeinsam über die Wahrheit reden. Wir wollen gemeinsam darüber reden. Ich möchte mich bei Hamdi wirklich bedanken, bei Sertus. Das war eine sehr, sehr faire Atmosphäre. So, ich möchte mich auch bei euch bedanken. Es waren sehr, sehr faire Fragen. Und ich denke, wir hatten eine gute Debatte. Hamdi hat die muslimische Position sehr, sehr gut präsentiert. Okay. Wie gesagt, für mich ist ganz klar die Botschaft der Bibel von Jesus, dass er Gott ist. Wenn wir die Bibel sprechen lassen, für sich selbst, wenn wir nicht diverse Zusammenglauben oder Theorien über irgendwelche Entwicklungen hineinnehmen, dann sehen wir ganz klar, dass die Bibel, so wie sie für sich spricht, als Gottes Wort, ganz klar bezeugt, dass Jesus Gott ist. Ich möchte wirklich für euch herausstreichen, studiert die Bibel, lest die Bibel. Seid kritisch, egal was ihr lest, lest die Bibel kritisch, lest den Koran kritisch. Nicht, weil wir nicht Gott vertrauen, sondern weil es ist extrem entscheidend, wie wir unser Leben verbringen.
Das ist extrem. Ich würde viele, viele, viele Punkte gerne antworten. Ich hoffe wirklich, dass ich die Gelegenheit habe, mit Hamid und mit Sertac noch in weitere Dialoge einzutreten. Zum Beispiel die Frage, wie kann Gott sterben? Es gibt tolle Erklärungen dafür in der Bibel, die wir auch einmal diskutieren werden. Das Wichtige ist, niemand hat dieselbe Macht, die Jesus in der Bibel präsentiert. Er hat die Herrlichkeit Gottes, er hat die Vollmacht Gottes, Sünden zu vergeben, er wird angebetet, er kommt um zu, er ist Gottes Retter, er ist Gottes Hirte, er ist Gottes Erscheinung, all diese Sachen. Er ist das, wie Paulus schreibt, er ist das Bildnis des unsichtbaren Gottes. Er selbst direkt ist Gott, der zu uns gekommen ist. Das ist die Botschaft der Bibel, meiner Meinung nach. Das ist etwas, was wir prüfen müssen. Jesus sagt zum Beispiel, niemand soll den Glauben an ihn annehmen, den ich vorher genau geprüft habe. Aber ich denke, wenn wir an die Ewigkeit denken, wir haben zwei Positionen zur Ewigkeit. Wir haben nicht darüber diskutiert, was Islam sagt zur Errettung, was sagt das christliche Glaube zur Errettung. Aber ich kann euch eins sagen, die Frage, wer ist Jesus, für beide Seiten, ist wichtig, dass wir die studieren in der Bibel mit einer ganz großen Genauigkeit, um herauszufinden, wer er ist, weil das entscheidet um unsere Ewigkeit. Wenn Hamdi recht hat, dann beginnen wir alle Christen schier und landen in der Hölle. Wenn ich recht habe, das heißt, sind alle Leute, die nicht an Jesus glauben, tot in ihren Sünden oder dem Retter. Deswegen, lass uns offen zuhören, lass uns zuhören, was wir beide zu sagen haben. Prüft nach, was wir gesagt haben. Lest nach, was wir gesagt haben in der Bibel. Glaubt weder Hamdi noch mir, sondern glaubt nur Gott, was er sagt in seinem Wort. Prüft das nach, schaut euch dieses Video nachher an. Weil es so wichtig ist, diese Frage. Dieses Leben, was wir hier haben, ist vielleicht so kurz, wenn man das benennt, im Vergleich zur Ewigkeit. Die Ewigkeit geht für immer. Wir sollten keinen Fehler machen aufgrund von Stolz, sollten keinen Fehler machen aufgrund von Traditionen, keinen Fehler machen aufgrund von Kultur, keinen Fehler machen aufgrund von, weil wir uns das gerne wünschen. Wir dürfen keinen Fehler machen in der Entscheidung, wer Jesus ist. Studiert diese Frage, denkt darüber nach. Er ist der in der Herrlichkeit Gottes wiederkommen wird. Also, prüft das nach. Okay. Danke für euer Zuhören, danke für eure Zeit, danke auch Hamdi. Vielen lieben Dank. Danke sehr gerne für diesen Abschluss. Ich möchte nochmal bei den Rednern bedanken. Vielen Dank, Herr Neumann. Vielen Dank für die Zeit, dass ihr uns sehr gut vorbereitet habt. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei den Zuschauern für die Anwesenheit und für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.